Fürstenbuch habe ich dir von allem erzählt, was Jesus zu tun und zu lehren begann, bis zu dem Tag, als er in den Himmel auffuhr, nachdem er seinen auserwählten Aposteln durch den Heiligen Geist weitere Anweisungen erteilt hatte. In den 40 Tagen nach seiner Kreuzigung erschien er den Aposteln von Zeit zu Zeit und bewies ihnen auf vielfältige Art und Weise, dass er tatsächlich lebendig war. Bei diesen Gelegenheiten sprach er mit ihnen über das Königreich Gottes. Bei einer dieser Begegnungen sagte er, während sie gemeinsam aßen: Geht nicht aus Jerusalem weg, bis der Vater euch sendet, was er verheißen hat und über das ich schon mit euch gesprochen habe. Johannes taufte mit Wasser, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Als die Apostel mit Jesus zusammen waren, fragten sie ihn immer wieder: Herr, wirst du Israel jetzt befreien und unser Königreich wiederherstellen? Solche Zeitpunkte bestimmt der Vater, und es ist nicht eure Sache, sie zu kennen. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und dann werdet ihr den Menschen überall von mir erzählen. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und bis an die Enden der Erde. Nicht lange nachdem er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen in den Himmel hinaufgehoben und dann verschwand er in einer Wolke. Während sie noch angestrengt versuchten, ihn im Auge zu behalten, standen plötzlich zwei weiß gekleidete Männer in ihrer Mitte. Sie sagten: Männer aus Galiläa, warum steht ihr hier und starrt in den Himmel? Jesus ist von euch weg in den Himmel geholt worden, und eines Tages wird er genauso wiederkommen, wie ihr ihn weggehen saht. Die Apostel befanden sich auf dem Ölberg, als dies geschah, etwa einen Kilometer von Jerusalem entfernt. Nun kehrten sie zurück und gingen in das Zimmer im obersten Stock, in dem sie sich aufhielten. Es waren Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas, Philippus, Thomas, Bartholomäus, Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, Simon, der Zelot, und Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle trafen sich ständig zum Gebet, zusammen mit Maria, der Mutter Jesu, mehreren anderen Frauen und den Brüdern Jesu. Eines Tages während dieser Zeit, als etwa 120 Gläubige anwesend waren, stand Petrus auf und sagte Folgendes: Brüder, es musste sich erfüllen, was die Schrift über Judas sagte, der die Tempelpolizei zu Jesus führte, um ihn zu verhaften. Schon vor langer Zeit wurde dies durch den Heiligen Geist vorausgesagt, der durch König David sprach. Judas war einer von uns auserwählt, um mit uns an diesem Dienst teilzuhaben. Judas kaufte sich von dem Geld, das er für seinen Verrat erhalten hatte, einen Acker, und als er dorthin stürzte, platzte sein Leib und seine Eingeweide wurden verschüttet. Die Nachricht seines Todes verbreitete sich rasch unter den Einwohnern Jerusalems und sie gaben diesem Ort den aramäischen Namen Akeldama, das heißt Blutacker. Dies wurde im Buch der Psalmen vorausgesagt. Sein Haus werde verwüstet, so dass niemand mehr darin leben wird. Und sein Amt soll einem anderen gegeben werden. Deshalb ist es an uns nun, einen anderen zu wählen, der an Judas Stelle treten soll. Jemand, der die ganze Zeit dabei war, als wir mit dem Herrn Jesus zusammen waren. Von dem Tag an, als er von Johannes getauft wurde, bis zu dem Tag, als er von uns weg in den Himmel geholt wurde. Der Mann, der gewählt wird, soll mit uns Zeuge der Auferstehung Jesu werden. Daraufhin nominierten sie zwei Männer, Josef, genannt Barsabas, auch unter dem Namen Justus bekannt, und Matthias. Dann beteten alle um die Wahl des richtigen Mannes. O Herr, du kennst jedes Herz. Zeig uns, welchen dieser Männer du erwählt hast, in diesem Dienst als Apostel an die Stelle von Judas zu treten. Denn der hat uns verlassen und ist dahin gegangen, wo er hingehört. Dann gaben sie ihnen Lose, und auf diese Weise wurde Matthias gewählt und wurde ein Apostel mit den 11 anderen. Am Pfingsttag, 7 Wochen nach der Auferstehung Jesu,
waren die Gläubigen an einem Ort versammelt. Plötzlich kam ein Geräusch vom Himmel wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen oder Feuerzungen, die auf jeden einzelnen von ihnen herabkamen. Jeder Anwesende wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und fing an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist sie dazu befähigte. Gottesfürchtige Juden aus vielen Nationen wohnten damals in Jerusalem. Als sie dieses Geräusch hörten, liefen sie herbei, um zu sehen, was das alles zu bedeuten hatte. Verblüfft stellten sie fest, dass die Gläubigen in ihren eigenen Sprachen redeten. Sie gerieten außer sich vor Staunen und fragten: Wie ist denn das möglich? Diese Männer sind doch alle aus Galiläa. Und doch hören wir sie in den Sprachen der Länder sprechen, in denen wir geboren wurden. Parther sind wir, Meder und Elamiter. Leute aus Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus, der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und dem Gebiet von Libyen nach Kyrene hin. Besucher aus Rom, sowohl Juden als auch zum Judentum Übergetretene, Kreter und Araber. Und wir alle hören die Leute über die wunderbaren Dinge, die Gott getan hat, in unseren eigenen Sprachen reden. Erstaunt und verwirrt standen sie da. Sie fragten einander: Was könnte das bedeuten? Andere dagegen spotteten: Die sind nur betrunken vom Wein. Dann trat Petrus mit den 11 anderen Aposteln vor und rief der Menge zu: Hört alle genau her, ihr Mitjuden und Einwohner von Jerusalem. Ich bitte euch, versteht das nicht falsch. Es ist nicht wahr, was einige von euch behaupten. Die Leute sind absolut nicht betrunken. Dazu ist es viel zu früh am Tag. Um 9 Uhr morgens betrinkt man sich nicht. Was ihr erlebt, wurde schon vor Jahrhunderten durch den Propheten Joel vorausgesagt. In den letzten Tagen, sprach Gott, werde ich meinen Geist auf alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden prophezeien. Eure jungen Männer werden Visionen haben und eure alten Männer werden Träume haben. In diesen Tagen nämlich werde ich meinen Geist auf alle meine Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen. Und sie werden prophezeien. Und ich werde Wunder oben am Himmel tun und Zeichen unten auf der Erde. Blut und Feuer und Rauchwolken. Die Sonne wird zu Finsternis werden und der Mond blutrot, bevor dieser große und herrliche Tag des Herrn eintrifft. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Hört, Israeliten, wie ihr alle wisst, hat Gott Jesus von Nazareth in aller Öffentlichkeit beglaubigt, indem er große Taten, Wunder und übernatürliche Zeichen durch ihn wirkte. Aber ihr habt getan, was Gott in seinem Plan vorausgesehen hat. Mit der Hilfe gesetzloser Nichtjuden habt ihr ihn an das Kreuz genagelt und ermordet. Gott hat ihn jedoch aus dem Schrecken des Todes befreit und ihn wieder zum Leben auferweckt. Denn es war unmöglich, dass er vom Tod festgehalten wurde. König David sagte Folgendes über ihn: Ich weiß, dass der Herr immer bei mir ist. Ich werde nicht erschüttert werden, denn er ist stets an meiner Seite. Kein Wunder, dass mein Herz vor Freude jubelt und mein Mund im Lob singt. Mein Leib ruht in Hoffnung, denn du wirst meine Seele nicht unter den Toten lassen oder zulassen, dass dein Heiliger im Grab verwest. Du hast mir den Weg des Lebens gezeigt und du wirst mir wunderbare Freude in deiner Gegenwart schenken. Liebe Brüder, David meinte sich doch nicht selbst, als er diese Worte sprach, denn er starb und wurde begraben. Und sein Grab befindet
sich noch heute unter uns. Aber er war ein Prophet und wusste, was Gott ihm mit einem Eid versprochen hatte. Dass als Messias auf dem Thron Davids einer seiner Nachkommen sitzen würde. In die Zukunft blickend sagte David also die Auferstehung des Messias voraus. Dessen Leib nicht im Grab verwesen würde, da er nicht unter den Toten gelassen würde. Es war prophezeit und jeder von uns kann es bezeugen. Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Jetzt sitzt er auf dem Ehrenthron zur Rechten Gottes und der Vater gab ihm, wie er versprochen hatte, den Heiligen Geist, um ihn auf uns auszugießen. Wie ihr es heute selbst gesehen und gehört habt. Denn David fuhr nie in den Himmel auf und doch sagte er, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich mir zu Rechten, bis ich deine Feinde unterwerfe und sie zu einem Schemel unter deinen Füßen mache. So soll nun jeder in Israel klar erkennen, dass Gott nämlich diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Messias gemacht hat. Petrus' Worte überführten sie zutiefst und sie sagten zu ihm und den anderen Aposteln, Brüder, was sollen wir tun? Ihr müsst euch von euren Sünden abwenden, jeder von euch. Und euch auf den Namen Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden taufen lassen. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Diese Verheißung gilt für euch und eure Kinder und sogar für die noch Fernen. Für alle, die durch den Herrn, unseren Gott, hinzugerufen werden. Danach predigte Petrus noch lange weiter und forderte seine Zuhörer mit allem Nachdruck auf, lasst euch aus dieser verdorbenen Generation erretten. Die, die Petrus' Worten glaubten, wurden getauft und der Gemeinde hinzugefügt. Insgesamt etwa 3000 Menschen. Sie schlossen sich den anderen Gläubigen an, widmeten sich der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft und nahmen teil am Abendmahl und am Gebet. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle. Und die Apostel wirkten viele große Wunder und Zeichen, und alle Gläubigen kamen ständig zusammen und teilten alles miteinander, was sie hatten. Sie verkauften ihren Besitz und verteilten den Erlös an alle, die bedürftig waren. Täglich beteten sie Gott gemeinsam im Tempel an. Zum Abendmahl trafen sie sich in den Häusern und aßen zusammen mit großer Freude und Freigebigkeit. Sie fanden Anerkennung bei allen und lobten Gott immer wieder. Und jeden Tag fügte der Herr ihrer Gruppe Menschen hinzu, Menschen, die gerettet wurden. Eines Tages gingen Petrus und Johannes kurz vor der Gebetszeit um 3 Uhr zum Tempel. Als sie sich dem Tempel näherten, wurde gerade ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Jeden Tag legte man ihn neben den Eingang, den man die schöne Pforte nannte, damit er dort betteln konnte, wenn die Leute in den Tempel kamen. Als er Petrus und Johannes sah, die gerade den Tempel betreten wollten, bat er sie um etwas Geld. Petrus und Johannes blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, »Sieh uns an!« Der gelähmte Mann schaute sie erwartungsvoll an, weil er mit einer Spende rechnete. Aber Petrus sagte, »Es tut mir leid, dass ich weder Silber noch Gold für dich habe. Aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth. Steh auf und gehe. Da nahm Petrus den Gelähmten an der rechten Hand und half ihm auf. Und als er das tat, wurden die Füße und Knöchel des Mannes geheilt und gestärkt. Er sprang auf, stand auf seinen Füßen und begann umherzugehen. Gehend, hüpfend und Gott lobend mit ihnen in den Tempel.
Alle Leute sahen ihn gehen und hörten ihn Gott loben. Als sie erkannten, dass es der gelähmte Bettler war, den sie so oft an der schönen Pforte gesehen hatten, waren sie fassungslos. Alle liefen hinaus zur Säulenhalle Salomos, wo er dicht bei Petrus und Johannes blieb. Alle staunten ehrfürchtig über das Wunderbare, das dort geschehen war. Petrus erkannte die Gelegenheit und sprach die Menge an. Ihr Leute aus Israel, was ist daran so erstaunlich? Und warum starrt ihr uns an, als hätten wir aus eigener Kraft und Frömmigkeit diesen Mann von seinem Leiden geheilt? Denn es ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott aller unserer Vorfahren, der seinen Knecht Jesus durch diese Tat verherrlicht hat. Es ist derselbe Jesus, den ihr ausgeliefert und vor Pilatus verleugnet habt, obwohl Pilatus beschlossen hatte, ihn freizulassen. Diesen Heiligen und Gerechten habt ihr verleugnet und stattdessen die Freilassung eines Mörders verlangt. Den Urheber des Lebens habt ihr getötet. Doch Gott erweckte ihn wieder zum Leben. Wir alle sind Zeugen dieser Tatsache. Und der Name Jesu hat diesen Mann eben geheilt. Und wie gelähmt er früher war, das wisst ihr. Es war der Glaube an den Namen Jesu, der diese Heilung bewirkt hat. Und das vor euren eigenen Augen. Es ist mir klar, Freunde, dass ihr Jesus aus Unwissenheit so behandelt habt. Und für eure Leiter gilt dasselbe. Aber inmitten dieser Umstände erfüllte Gott, was alle Propheten über den Messias vorausgesagt hatten, dass er all diese Dinge erleiden musste. Wendet euch nun aber von euren Sünden ab und kommt zu Gott, damit ihr von euren Sünden gereinigt werden könnt. Dann werden wunderbare Zeiten der Erfrischung durch die Gegenwart des Herrn kommen. Und er wird den wieder zu euch senden, der euch versprochen war. Den Messias Jesus. Denn er muss bis zur Zeit der endgültigen Wiederherstellung aller Dinge im Himmel bleiben. Wie Gott es durch die Propheten schon vor langer Zeit versprochen hat. Mose sagte, der Herr, euer Gott, wird einen Propheten wie mich aus eurem eigenen Volk hervorgehen lassen. Hört auf alles, was er euch sagt. Hört genau hin. Dann sagte Mose, jeder, der nicht auf ihn hört, wird aus dem Volk Gottes ausgeschlossen und vernichtet werden. Und auch alle Propheten von Samuel an und alle, die später auftraten, haben diese Tage angekündigt. Ihr seid die Kinder jener Propheten und ihr seid in den Bund eingeschlossen, den Gott euren Vorfahren verheißen hat, denn Gott sagte zu Abraham, durch deine Nachkommen werden alle Familien der Erde gesegnet werden. Als Gott seinen Knecht einsetzte, sandte er ihn zuerst zu euch, dem Volk Israel, um euch zu segnen und um euch zurückzuholen von euren sündigen Wegen. Während Petrus und Johannes zu der Menge sprachen, kamen die obersten Priester, der Hauptmann der Tempelwache und einige der Sadduzäer zu ihnen herüber. Sie waren sehr beunruhigt, als sie Petrus und Johannes unter Berufung auf Jesus behaupten hörten, dass es eine Auferstehung der Toten gebe. Sie verhafteten die beiden und da es schon Abend war, sperrten sie sie bis zum Morgen ein. Doch viele der Menschen, die ihre Botschaft gehört hatten, glaubten sie, sodass die Zahl der Gläubigen auf etwa 5000 Männer anstieg. Am nächsten Tag versammelte sich der Rat aller Leiter, Ältesten und Lehrer des religiösen Gesetzes in Jerusalem. Hannas, der Hohepriester, war anwesend, zusammen mit Kaiphas, Johannes, Alexander und anderen Angehörigen des Hohenpriesters. Sie führten die zwei Jünger herein und fragten, in welcher Vollmacht oder in wessen Namen habt ihr das getan? Da sagte Petrus, erfüllt mit dem Heiligen Geist, zu ihnen, ihr Leiter und Ältesten unseres Volkes, weswegen werden wir verhört? Werden wir verhört, weil wir einem gelähmten Mann Gutes getan haben? Wollt ihr wissen, wie er geheilt wurde? Ich erkläre vor euch und dem Volk Israel unmissverständlich, dass er im Namen und in der Kraft Jesu Christi von Nazareth geheilt wurde, den ihr gekreuzigt habt, den Gott aber von den Toten auferweckt hat. Durch Jesus wurde er geheilt, denn Jesus ist der, auf den sich die Schrift bezieht. Der Stein, den ihr Bauleute verworfen habt, ist nun zum Eckstein geworden. Erlösung gibt es in keinem anderen. Im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen, den Menschen anrufen können, um errettet zu werden. Die Mitglieder des Rats waren erstaunt, mit welcher Kühnheit Petrus und Johannes sprachen, denn sie konnten sehen, dass es gewöhnliche Männer ohne besondere Bildung waren. Außerdem erkannten sie sie als Jünger Jesu. Doch da der Gelähmte nun geheilt vor ihnen stand, konnte der Rat nichts dagegen sagen. Also schickten sie Petrus und Johannes aus dem Sitzungssaal und berieten sich. Was sollen wir mit diesen Männern nur machen? Jedermann hier in Jerusalem weiß davon, dass sie ein Wunderzeichen gewirkt haben. Wir können das nicht bestreiten. Aber
Vielleicht können wir Sie davon abhalten, Ihre Propaganda weiter zu verbreiten. Wir werden Ihnen befehlen, zu niemandem mehr im Namen Jesu zu sprechen. Zu keinem. Also riefen sie die Apostel wieder herein und verboten ihnen, je wieder über Jesus zu sprechen oder zu lehren. Doch Petrus und Johannes erwiderten: Ja, meint ihr denn, Gott will, dass wir euch eher als ihm gehorchen? Wir können gar nicht aufhören, von den wunderbaren Dingen zu erzählen, die wir gesehen und gehört haben. Der Hohe Rat drohte ihnen erneut, aber schließlich ließ man sie gehen, weil es offenbar keinen Weg gab, sie zu bestrafen, ohne einen Aufruhr auszulösen. Denn alle Leute lobten Gott für dieses Wunderzeichen, die Heilung eines Mannes, der über 40 Jahre gelähmt gewesen war. Sobald sie freigelassen wurden, suchten Petrus und Johannes die anderen und erzählten ihnen, was die führenden Priester und Ältesten gesagt hatten. Da erhoben alle Gläubigen einmütig ihre Stimme im Gebet. O allmächtiger Herr, Schöpfer des Himmels und der Erde, des Meeres und all dessen, was in ihnen enthalten ist. Vor langer Zeit hast du durch den Heiligen Geist, durch unseren Vorfahren, deinen Knecht König David gesagt: Was toben die Völker, warum vergeuden die Menschen ihre Zeit mit nichtigen Plänen? Die Könige der Erde rüsteten sich zum Krieg. Die Herrscher schlossen sich zusammen gegen den Herrn. Gegen den Herrn und gegen seinen Messias. Das geschah in dieser Stadt, denn Herodes Antipas, der Gouverneur Pontius Pilatus und das Volk Israel, sie alle vereinten sich gegen Jesus, deinen heiligen Knecht, den du gesalbt hast. Ja, alles, was sie machten und taten, geschah nach deinem ewigen Willen und Plan. Und nun höre ihre Drohung, o Herr, und gib deinen Dienern großen Mut beim Predigen. Sende deine heilige Kraft. Und es mögen große Zeichen und Wunder durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus geschehen. Nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt, und sie predigten mutig Gottes Botschaft. Alle Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Sie empfanden, dass ihr Besitz nicht ihr persönliches Eigentum war und teilten alles, was sie hatten, miteinander. Die Apostel bezeugten die Auferstehung Jesu Christi mit großer Kraft und Gottes Gunst lag spürbar auf ihnen allen. Armut gab es unter ihnen nicht, weil Leute, die Land oder Häuser besaßen, diese verkauften und das Geld den Aposteln brachten, damit sie es unter den Bedürftigen verteilen konnten. Da war zum Beispiel Josef, den die Apostel Barnabas nannten, was Sohn der Ermutigung bedeutet. Er gehörte zum Stamm Levi und kam ursprünglich von der Insel Zypern. Er verkaufte einen Acker, den er besaß, und brachte den Aposteln das Geld als Hilfe für die Bedürftigen. Dann gab es da auch einen Mann namens Hananias, der mit seiner Frau Sapphira Besitz verkaufte. Er brachte den Aposteln einen Teil des Geldes, behauptete aber, es sei der gesamte Erlös. Seine Frau hatte diesem Täuschungsmanöver übrigens zugestimmt. Da sagte Petrus: Hananias, warum hat Satan dein Herz erfasst? Du hast den Heiligen Geist belogen und etwas von dem Geld für dich zurückgelegt. Es war doch dein Besitz, den du nach Belieben verkaufen oder behalten konntest. Und auch nachdem du ihn verkauft hattest, stand das Geld dir zur freien Verfügung. Wie konntest du nur so etwas tun? Du hast nicht uns belogen, sondern Gott. Als Hananias diese Worte hörte, fiel er tot um. Jeder war entsetzt. Jeder, der davon hörte, war vollkommen entsetzt. Dann kamen einige junge Männer, wickelten ihn in ein Tuch, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Etwa 3 Stunden später kam seine Frau herein, ohne zu ahnen, was passiert war. Petrus fragte sie: Sag mir, war das der Preis, den ihr beim Verkauf erzielt habt? Ja, erwiderte sie. Das war der Preis. Petrus sagte: Wie konntet ihr euch nur verschwören, um den Geist des Herrn auf die Probe zu stellen? Da, sie! Eben haben sie deinen Mann begraben, diese jungen Männer, und sie stehen bereits wieder vor der Tür, und sie werden auch dich hinaustragen. Augenblicklich fiel sie hin und starb. Als die jungen Männer hereinkamen und sahen, dass die Frau tot war, trugen sie sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Große Furcht erfasste die gesamte Gemeinde und auch alle anderen, die davon erfuhren. Währenddessen wirkten die Apostel viele übernatürliche Zeichen und Wunder unter dem Volk. Und die Gläubigen kamen regelmäßig zur Säulenhalle Salomos im Tempel. Die übrigen wagten nicht, sich ihnen anzuschließen.
obwohl ihr guter Ruf wirklich beachtlich war. Aber dennoch, immer mehr Menschen glaubten und wurden zum Herrn gebracht. Sie vergrößern die Gemeinde. Das Werk der Apostel hatte zur Folge, dass man die Kranken auf Betten und Matten auf die Straße trug, damit Petrus Schatten auf sie fiele, wenn er vorüberging. Scharenweise strömten die Menschen aus den umliegenden Dörfern nach Jerusalem und brachten ihre Kranken und von bösen Geistern Besessene, die alle geheilt wurden. Der Hohepriester und seine Freunde, die Sadduzäer waren, reagierten mit heftiger Eifersucht. Sie verhafteten die Apostel und steckten sie ins Gefängnis. Doch während der Nacht kam ein Engel des Herrn, öffnete die Gefängnistüren und führte sie alle hinaus. Dann sagte er zu ihnen: Geht in den Tempel. Geht in den Tempel und bringt den Menschen diese Botschaft des Lebens. Also betraten die Apostel bei Tagesanbruch den Tempel und fingen ohne Zögern an zu lehren. Als der Hohepriester mit seinen Leuten eintraf, beriefen sie den Hohen Rat und alle Ältesten Israels zu einer Sitzung ein. Dann wollten sie die Apostel zum Verhör vorführen lassen. Doch als die Tempelwächter zum Gefängnis kamen, waren die Männer weg. Also kehrten sie zum Rat zurück und erstatteten Bericht. Das Gefängnis war verriegelt und die Wachen standen draußen vor der Zelle. Doch als wir die Türen öffneten, war niemand drin. Als der Hauptmann der Tempelwache und die führenden Priester das hörten, waren sie ratlos und fragten sich, wo das noch alles enden sollte. Da überbrachte jemand die Nachricht. Hör zu! Die Männer aus dem Gefängnis stehen zwischen den Tempelsäulen und lehren das Volk. Der Hauptmann und seine Tempelwächter gingen hin und führten sie ab. Allerdings ohne jede Gewalt, weil sie Angst hatten, vom Volk getötet zu werden, falls sie den Aposteln etwas antaten. Dann brachten sie die Apostel vor den Rat. Haben wir euch nicht befohlen, nie wieder im Namen dieses Mannes zu lehren? Stattdessen habt ihr ganz Jerusalem mit eurer Lehre von Jesus erfüllt und wollt uns die Schuld an seinem Tod in die Schuhe schieben. Aber Petrus und die Apostel erwiderten: Wir müssen Gott mehr gehorchen als menschliche Autorität. Der Gott unserer Vorfahren hat Jesus von den Toten auferweckt, nachdem ihr ihn durch Kreuzigung getötet hattet. Nun hat Gott ihm als Herrscher und Erlöser den Ehrenplatz zu seiner Rechten gegeben, damit er Israel Raum zur Buße gebe und Vergebung der Sünden. Wir sind Zeugen all dieser Dinge, wie auch der Heilige Geist, den Gott denen gibt, die ihm gehorchen. Bei diesen Worten geriet der Hohe Rat in Wut und beschloss, sie zu töten. Doch ein Ratsmitglied namens Gamaliel galt als Experte in Fragen des religiösen Gesetzes und war beim Volk sehr beliebt. Er stand auf und ordnete an, die Apostel einen Augenblick hinauszuführen. Dann richtete er das Wort an seine Kollegen. Männer Israels, seht euch vor, wie ihr verfahren wollt mit diesen Männern. Vor einiger Zeit gab es doch einen gewissen Theudas, der Großes von sich behauptete. Ungefähr 400 Menschen schlossen sich ihm an. Aber er wurde getötet
und seine Anhänger zerstreuten sich wieder. Und sie wurde zunichte, die gesamte Bewegung. Nach ihm, zur Zeit der Volkszählung, trat Judas von Galiläa auf. Auch er scharte ein paar Anhänger um sich, wie sein Vorgänger. Wurde auch er getötet und alle seine Nachfolger zerstreut. Deswegen empfehle ich, was diesen Fall angeht, lasst diese Männer in Ruhe. Lasst die Männer gehen. Wenn sie nämlich diese Dinge nur aus eigenem Antrieb lehren und tun, wird sich das Ganze bald zerschlagen. Wenn es jedoch von Gott ist, werdet ihr sie nicht aufhalten können. Sonst stellt ihr vielleicht am Ende noch fest, dass ihr gegen Gott kämpft. Der Hohe Rat akzeptierte seine Empfehlung. Er ließ die Apostel vorführen und auspeitschen. Bevor er sie entließ, befahl er ihnen noch einmal, nie wieder in dem Namen Jesu zu sprechen. Die Apostel verließen den Hohen Rat voller Freude, dass Gott sie würdig erachtet hatte, für den Namen Jesu verachtet zu werden. Und sie fuhren fort, täglich im Tempel und in ihren Häusern die Botschaft zu lehren: Der Messias, den ihr sucht, ist Jesus. Doch als die Zahl der Gläubigen rasch zunahm, kam es zu Unstimmigkeiten. Die griechisch sprechende Gruppe murrte gegen die hebräisch sprechende und sagte, ihre Witwen würden bei der täglichen Essensausgabe benachteiligt. Also beriefen die 12 eine Versammlung aller Gläubigen ein. Wir Apostel sollten unsere Zeit dazu nutzen, das Wort Gottes zu predigen und zu lehren und uns nicht mit der Essensausgabe beschäftigen, sagten sie. Freunde, wählt unter euch 7 Männer mit gutem Ruf aus, die erfüllt sind vom Heiligen Geist und von Weisheit. Ihnen werden wir die Verantwortung geben für diesen Dienst. Auf diese Weise haben wir Zeit zum Beten und das Wort zu predigen und zu lehren. Dieser Vorschlag gefiel allen und sie wählten folgende Männer: Stephanus, ein Mann voller Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist, Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus aus Antiochien, der zum jüdischen Glauben übergetreten und jetzt Christ geworden war. Diese 7 wurden den Aposteln vorgestellt, die ihnen die Hände auflegten und für sie beteten. Gottes Botschaft wurde in immer größeren Kreisen gepredigt. Die Zahl der Gläubigen in Jerusalem wuchs stark an und auch viele jüdische Priester bekehrten sich. Stephanus, ein Mann voll der Gnade Gottes und von großer Kraft, wirkte erstaunliche Wunder und Zeichen unter den Menschen. Doch eines Tages fingen einige Männer aus der sogenannten Synagoge der freigelassenen Sklaven an, mit ihm zu streiten. Es waren Juden aus Kyrene, Alexandrien, Zilizien und der Provinz Asien. Keiner von ihnen konnte der Weisheit und dem Geist des Stephanus standhalten. Deshalb überredeten sie einige Männer, Lügen über Stephanus zu verbreiten und zu sagen: Wir haben gehört, wie er Mose und sogar Gott verlästert hat. Natürlich versetzte das die Menge, die Ältesten und die Lehrer des religiösen Gesetzes in Aufruhr. Also verhafteten sie Stephanus und führten ihn vor den Hohen Rat. Die falschen Zeugen logen. Dieser Mann spricht ständig gegen den Tempel und gegen das Gesetz Moses. Wir haben ihn sagen hören, dass dieser Jesus von Nazareth diesen Tempel zerstören und die Bräuche ändern wird, die Mose uns überliefert hat. An dieser Stelle starrten alle im Hohen Rat Stephanus an, weil sein Gesicht so strahlend wurde wie das eines Engels. Da fragte der hohe Priester Stephanus: Sind diese Anschuldigungen wahr? Brüder und ehrwürdige Väter, hört mich an. Unser herrlicher Gott erschien unserem Vorfahren Abraham, als er noch in Mesopotamien lebte, bevor er nach Haran zog.
Gott forderte ihn auf, verlasse deine Heimat und deine Verwandten und komme in das Land, das ich dir zeigen werde. Da verließ Abraham das Land der Chaldäer und lebte in Haran, bis sein Vater starb. Dann führte Gott ihn hierher, in das Land, in dem ihr nun lebt. Aber Gott gab ihm dort kein Erbe, nicht einmal einen einzigen Quadratmeter Land. Aber Gott versprach ihm, dass das ganze Land später mal Abraham und seinen Nachkommen gehören sollte, obwohl er noch keine Kinder hatte. Gott teilte ihm aber auch mit, dass seine Nachkommen in einem fremden Land leben würden, wo man sie 400 Jahre als Sklaven ausnützen würde. Aber ich werde die Nation bestrafen, die sie versklavt, erklärte Gott ihm. Und schließlich werden sie kommen und mich hier an diesem Ort anbeten. Außerdem gab Gott Abraham damals den Bund der Beschneidung. Abraham wurde der Vater von Isaak und er wurde im Alter von 8 Jahren beschnitten. Isaak wurde der Vater Jakobs und Jakob war der Vater der 12 Patriarchen des jüdischen Volkes. Diese Söhne Jakobs waren sehr eifersüchtig auf ihren Bruder Josef und verkauften ihn als Sklaven nach Ägypten. Aber Gott war mit ihm und befreite ihn aus seiner Not. Und Gott gab ihm die Gunst des Pharao, des ägyptischen Königs. Außerdem verlieh er ihm ungewöhnliche Weisheit, so dass der Pharao ihn zum Gouverneur über ganz Ägypten ernannte und ihm alle Angelegenheiten des Palastes anvertraute. Doch dann kam eine Hungersnot über Ägypten und Kanaan und unsere Vorfahren gerieten in große Not. Jakob hörte, dass es in Ägypten noch Getreide gab. Deshalb schickte er seine Söhne hin, um etwas davon zu kaufen. Als sie zum zweiten Mal dorthin reisten, gab Josef sich seinen Brüdern zu erkennen. Und sie wurden dem Pharao dann vorgestellt. Dann ließ Josef seinen Vater Jakob und alle Angehörigen nach Ägypten kommen, insgesamt 75 Personen. Jakob zog also nach Ägypten und starb dort, wie auch alle seine Söhne. Sie alle wurden nach Sichem überführt und in dem Grab beigesetzt, das Abraham von den Söhnen Hamors in Sichem gekauft hatte. Als die Zeit der Erfüllung der Verheißung näher rückte, die Gott Abraham gegeben hatte, war unser Volk in Ägypten stark angewachsen. Doch dann folgte ein anderer Pharao auf den Thron Ägyptens, der nichts von Josef wusste. Dieser König hatte Übles gegen unser Volk im Sinn und zwang Eltern, ihre neugeborenen Babys auszusetzen, damit sie starben. Zu dieser Zeit wurde Mose geboren, in Gottes Augen ein wunderschönes Kind. Seine Eltern versorgten ihn 3 Monate lang zu Hause, dann mussten sie ihr Baby aussetzen. Und die Tochter des Pharao fand ihn und erzog ihn als ihren eigenen Sohn. Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter unterrichtet und wurde mächtig in Worten und Taten. Eines Tages, als er 40 Jahre alt war, beschloss er, seine Landsleute zu besuchen, das Volk Israel. Bei diesem Besuch sah er, wie ein Ägypter einen Israeliten misshandelte. Da kam Mose ihm zu Hilfe und übte Vergeltung, indem er den Ägypter tötete. Mose erwartete, seine Brüder würden nun erkennen, dass Gott ihn geschickt hatte, um sie zu retten. Aber das taten sie nicht. Am nächsten Tag besuchte er sie wieder und sah 2 Israeliten gegeneinander kämpfen. Er versuchte, Frieden zu stiften, indem er sagte, »Männer, ihr seid doch Brüder. Warum verletzt ihr einander?« Aber der Mann, der im Unrecht war, schob Mose beiseite und sagte, »Wer bitte hat dich zum Herrscher und Richter über uns erhoben? Willst du mich vielleicht töten, wie den Ägypter gestern?« Als Mose das hörte, floh er aus Ägypten und lebte im Land Midian, wo dann seine 2 Söhne geboren wurden. 40 Jahre später erschien Mose, ein Engel, in den Flammen eines brennenden Busches in der Wüste, nicht weit vom Berg Sinai. Als er es sah, wunderte sich Mose, was es sein könnte. Er wollte es sich genauer ansehen und ging näher heran. Da rief ihm die Stimme des Herrn zu, »Ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs.« Mose zitterte vor Schreck und wagte nicht hinzuschauen. Und der Herr sagte zu ihm, »Leg deine Sandalen ab, denn du stehst auf heiligem Boden. Du kannst sicher sein, dass ich das Leid meines Volkes in Ägypten gesehen habe. Ich habe ihre Schreie gehört und bin gekommen, um sie zu retten, zu befreien. Nun geh, denn ich werde dich nach Ägypten senden.«
Und so sandte Gott denselben Mann, den sein Volk früher abgelehnt hatte, mit den Worten: Wer hat dich zum Herrscher und Richter über uns erhoben? Gott selbst hat Mose als ihren Herrscher und Retter gesandt. Gott selbst, durch den Engel, der ihm in den brennenden Busch erschien. Und durch viele übernatürliche Zeichen und Wunder führte er sie aus Ägypten durch das Rote Meer und 40 Jahre lang auf verschiedenen Wegen durch die Wüste. Es ist Mose, der dem Volk Israel erklärte: Gott wird einen Propheten wie mich aus eurem eigenen Volk hervorgehen lassen. Mose war bei der Gemeinde des Volkes Gottes in der Wüste. Er war der Mittler zwischen dem Volk Israel und dem Engel, der ihm auf dem Berg Sinai lebensspendende Worte für uns gab. Aber unsere Vorfahren lehnten Mose ab, statt sich ihm unterzuordnen. Und sie wollten nach Ägypten zurückkehren. Sie sagten zu Aaron: Mach uns einige Götter, die uns führen können. Denn was diesen Mose angeht, der uns aus Ägypten herausgeführt hat, wissen wir nicht, was aus ihm geworden ist. Also fertigten sie sich ein Kalb als Götzen, dem sie Opfer darbrachten, und freuten sich über das, was sie sich mit ihren Händen geschaffen hatten. Da wandte Gott sich von ihnen ab und überließ sie sich selbst, um der Sonne, dem Mond und den Sternen als ihren Göttern zu dienen. Ihr wisst, was geschrieben steht im Buch des Propheten. Habt ihr etwa mir eure Opfer während dieser 40 Jahre in der Wüste gebracht, Volk Israel? Nein, dem Schrein des Moloch und dem Sternengott Refan galt euer wahres Interesse und den Götzenfiguren, die ihr euch gemacht habt, um sie anzubeten. Deshalb schicke ich euch weit weg in die Gefangenschaft nach Babylon. Eure Vorfahren trugen das Bundeszelt mit sich durch die Wüste. Es war exakt nach dem Plan angefertigt worden, den Gott Mose gezeigt hatte. Er hat es ihm befohlen. Jahre später, als Josua die Kämpfe gegen die heidnischen Völker anführte, die Gott aus diesem Land vertrieb, nahmen sie es mit in ihr neues Territorium. Und dort wurde es bis zur Zeit des Königs David benutzt. David fand Gottes Wohlwollen und bat um das Privileg, dem Gott Jakobs einen dauerhaften Tempel zu bauen. Aber es war Salomo, der den Tempel dann tatsächlich baute. Aber der Höchste wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand gemacht wurden. Wie der Prophet sagt: Der Himmel ist mein Thron und die Erde mein Fußschemel. Könntet ihr mir je einen vergleichbaren Tempel bauen? Fragt der Herr. Oder könntet ihr mir etwa eine Wohnung errichten? Denn habe nicht ich alles im Himmel und auf der Erde erschaffen? Starrsinnige Leute seid ihr, im Herzen seid ihr Heiden und taub für die Wahrheit. Ihr macht es genauso wie eure Vorfahren. Könnt ihr denn nicht aufhören, dem Heiligen Geist zu widerstreben? Nennt nur einen Propheten, den eure Vorfahren nicht verfolgt hätten. Sie ging sogar so weit, diejenigen zu töten, die das Kommen des Gerechten prophezeiten, des Messias, den ihr verraten und ermordet habt. Ihr habt Gottes Gesetz bewusst missachtet, obwohl ihr es durch die Hand von Engeln empfangen hattet. Stephanus' Vorwürfe versetzten die jüdischen Leiter in Rage und sie schnaubten vor Wut. Aber Stephanus, vom Heiligen Geist erfüllt, schaute unverwandt zum Himmel hinauf, wo er die Herrlichkeit Gottes sah. Und er sah Jesus auf dem Ehrenplatz zur Rechten Gottes stehen. Schaut doch! Ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn auf dem Ehrenplatz zur Rechten Gottes stehen. Da hielten sie sich die Ohren zu, übertönten seine Worte mit ihrem Geschrei und stürzten sich auf ihn. Sie schleppten ihn aus der Stadt und steinigten ihn. Die amtlichen Zeugen der Hinrichtung nahmen ihre Mäntel ab und legten sie zu den Füßen eines jungen Mannes namens Saulus nieder. Und während sie ihn steinigten, betete Stephanus: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und als er in die Knie brach, rief er: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Mit diesen Worten starb er. Saulus war einer der amtlichen Zeugen, als Stephanus getötet wurde. Nein, was habe ich denn getan? Ich
hat noch nichts getan. An diesem Tag setzte eine große Welle der Verfolgung ein, die die ganze Gemeinde in Jerusalem erfasste. Und alle Gläubigen, außer den Aposteln, flohen nach Judäa und Samarien. Einige gottesfürchtige Leute kamen und bestatteten Stephanus mit lautem Weinen. Saulus durchstreifte die Stadt und versuchte, die Gemeinde zu zerschlagen. Er ging von Haus zu Haus und zerrte Männer und Frauen heraus, um sie ins Gefängnis zu werfen. Die Gläubigen, die aus Jerusalem geflohen waren, gingen überall hin und predigten die gute Nachricht von Jesus. Philippus zum Beispiel ging in die Stadt Samaria und erzählte den Einwohnern von dem Messias. Die Menge hörte aufmerksam zu, was er zu sagen hatte, zumal er Wunder wirkte. Viele böse Geister wurden ausgetrieben und fuhren mit Geschrei aus ihren Opfern aus. Außerdem wurden viele geheilt, die gelähmt oder behindert gewesen waren. So herrschte große Freude in dieser Stadt. Es gab dort einen Mann namens Simon, der schon seit Jahren Zauberer war und Großes von sich behauptete. Deshalb nannte ihn jeder in Samaria vom ersten bis zum letzten nur den Großen. Dieser Mann ist wahrhaft groß. Er ist die Kraft Gottes. Aufgrund seiner Zaubereien besaß er enormen Einfluss. Im Namen Jesu Christi, fahr raus! Doch nun glaubten die Leute Philippus' Botschaft von der guten Nachricht über das Königreich Gottes und den Namen Jesus Christus. Die Folge war, dass viele Männer und Frauen getauft wurden. Simon selbst glaubte schließlich auch und wurde getauft. Er begann Philippus überall hin zu folgen und staunte über die großen Zeichen und Wunder, die Philippus wirkte. Als die Apostel in Jerusalem hörten, dass das Volk in Samaria Gottes Botschaft angenommen hatte, schickten sie Petrus und Johannes dahin. Nach ihrer Ankunft beteten die beiden für diese neuen Christen, damit sie den Heiligen Geist empfingen. Der Heilige Geist war bis dahin noch auf keinen gekommen, denn sie waren nur auf den Namen des Herrn Jesus getauft worden. Dann legten Petrus und Johannes diesen Gläubigen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Als Simon merkte, dass der Heilige Geist gegeben wurde, wenn die Apostel den Leuten die Hände auflegten, wollte er diese Macht mit Geld kaufen. Gebt mir auch diese Macht, rief er, damit die Leute auch durch das Auflegen meiner Hände den Heiligen Geist empfangen. Doch Petrus erwiderte, geh doch zugrunde mit all deinem Geld, wenn du wirklich glaubst, du könntest Gottes Geschenk mit Geld kaufen. Du kannst nicht daran teilhaben, du hast weder ein Recht darauf, noch kannst du daran teilhaben, weil dein Herz nicht aufrichtig ist vor Gott. Wende dich von deiner Bosheit ab und bete zum Herrn. Vielleicht vergibt er dir ja deine bösen Gedanken. Denn ich kann sehen, dass du voll Bitterkeit bist und in der Sünde gefangen steckst. Betet für mich zum Herrn, dass mir diese schrecklichen Dinge nicht passieren. Nachdem Petrus und Johannes in Samaria das Wort des Herrn bezeugt und gepredigt hatten, kehrten sie nach Jerusalem zurück. Unterwegs machten sie in vielen Städten Samariens Halt, um auch dort die gute Nachricht zu verkünden. Zu Philippus aber sagte ein Engel des Herrn, gehe nach Süden, auf der abgelegenen Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Das tat er und begegnete dort dem Schatzmeister Äthiopiens, einem Hofbeamten der äthiopischen Königin, der große Macht hatte. Er war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten und befand sich nun auf dem Heimweg. Während er in seinem Wagen saß, las er laut aus dem Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, lauf hinüber und gehe neben dem Wagen her. Da lief Philippus hin und hörte, wie der Mann aus dem Propheten Jesaja las. Wie ein Lamm vor dem Scherer verstummt, so machte er den Mund nicht auf. Er wurde gedemütigt und erfuhr keine Gerechtigkeit.
Verstehst du, was du da liest? Wie soll ich's verstehen, wenn mir's niemand erklärt? Und er bat Philippus einzusteigen und sich neben ihn zu setzen. Was er gerade gelesen hatte, war folgende Schriftstelle. Er wurde wie ein Schaf zum Schlachter geführt und wie ein Lamm vor dem Scherer verstummt, so machte er den Mund nicht auf. Er wurde gedemütigt und erfuhr keine Gerechtigkeit. Wer kann von seinen Nachkommen sprechen? Denn sein Leben wurde weggenommen von der Erde. Sag mir bitte, von wem sprach Jesaja hier? Von sich selbst oder von jemand anderem? Da begann Philippus bei dieser Schriftstelle und zitierte noch viele weitere, um ihm die gute Nachricht von Jesus zu erklären. Unterwegs kamen sie an einem Gewässer vorbei und der Hofbeamte meinte: Sieh da! Da ist Wasser! Warum lasse ich mich nicht taufen? Er ließ den Wagen anhalten und sie stiegen ins Wasser hinab und Philippus taufte ihn. Als sie wieder aus dem Wasser herausstiegen, nahm der Geist Gottes Philippus weg. Der Hofbeamte sah ihn nie wieder, ging aber glücklich seinen Weg weiter. Philippus fand sich inzwischen weiter nördlich in der Nähe der Stadt Aschdod wieder. Er predigte die gute Nachricht dort und in jeder Stadt auf seinem Weg, bis er nach Caesarea kam. Währenddessen tobte Saulus und warf mit Drohungen um sich. Er war nur darauf aus, die Nachfolger des Herrn zu vernichten und wandte sich deshalb an den Hohenpriester. Er bat um Briefe an die Synagogen in Damaskus, um deren Kooperation bei der Verhaftung aller Anhänger des neuen Weges zu erbitten, die er dort aufspüren würde. Und diese, ob Männer oder Frauen, wollte er dann in Ketten nach Jerusalem zurückbringen. Als er sich in dieser Absicht Damaskus näherte, fiel plötzlich ein heller Lichtstrahl aus dem Himmel auf ihn. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme sagen: Saulus! Saulus! Warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh jetzt auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer, die Saulus begleiteten, standen da und waren sprachlos vor Verwunderung, denn sie hatten zwar den Klang einer Stimme vernommen, aber niemanden gesehen. Als Saulus sich vom Boden aufraffte, stellte er fest, dass er blind war. Da führten seine Begleiter ihn an der Hand nach Damaskus. Dort blieb er 3 Tage lang blind, und während dieser gesamten Zeit aß und trank er nichts. Nun gab es in Damaskus einen Gläubigen namens Hananias. Der Herr sprach in einer Vision zu ihm und rief: Hananias? Ja, Herr. Geh in die gerade Straße zu Judas Haus. Wenn du dort ankommst, frage nach Saulus aus Tarsus. Er betet jetzt gerade zu mir. Ich habe ihm in einer Vision gezeigt, wie ein Mann namens Hananias hereinkommt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Herr, ich habe von diesem Mann so einiges gehört. Er soll den Gläubigen in Jerusalem schlimme Dinge angetan haben. Und jetzt sagt man, dass er von den führenden Priestern die Vollmacht erhalten hat, jeden Gläubigen in Damaskus zu verhaften. Aber der Herr erwiderte: Geh und tue, was ich sage. Denn Saulus ist mein auserwähltes Werkzeug, um meine Botschaft zu den Nichtjuden und Königen zu bringen, und auch zum Volk Israel. Und ich werde ihm zeigen, wie viel er für mich wird leiden müssen. Da ging Hananias hin und fand Saulus.
Er legte ihm die Hände auf und sagte: Bruder Saulus, der Herr Jesus, der dir auf der Straße erschienen ist, hat mich zu dir gesandt, damit du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. In demselben Moment fiel Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Und ließ sich taufen. Danach aß er etwas und wurde gestärkt. Saulus blieb ein paar Tage bei den Gläubigen in Damaskus. Sofort begann er, in den Synagogen von Jesus zu predigen, indem er sagte: Jesus ist tatsächlich der Sohn Gottes. Und alle, die ihn hörten, fragten erstaunt: Ist das nicht der Mann, der die Nachfolger Jesu in Jerusalem so unerbittlich verfolgt hat? Er wollte sie doch verhaften und den obersten Priestern vorführen. Saulus predigte mit immer mehr Vollmacht und die Juden in Damaskus konnten seine Beweisführung nicht widerlegen, dass Jesus tatsächlich der Messias war. Es dauerte nicht lange, da beschlossen die jüdischen Leiter, ihn zu töten. Doch Saulus erfuhr von ihrem Komplott und wusste, dass sie ihn Tag und Nacht am Stadttor auflauerten, um ihn zu ermorden. Deshalb ließen einige der Gläubigen ihn nachts in einem großen Korb durch eine Öffnung in der Stadtmauer hinab. Als Saulus in Jerusalem eintraf, versuchte er, sich mit den Gläubigen zu treffen, aber sie hatten alle Angst vor ihm. Sie dachten, er würde ihnen nur vortäuschen, einer von ihnen zu sein. Aber Barnabas nahm sich seiner an und brachte ihn zu den Aposteln. Er erzählte ihnen, wie Saulus auf dem Weg nach Damaskus den Herrn gesehen hatte und was der Herr zu ihm gesagt hatte und wie er in Damaskus im Namen Jesu so unerschrocken gepredigt hatte. Saulus wurde aufgenommen und blieb ständig bei ihnen in Jerusalem und predigte unerschrocken im Namen des Herrn. Er debattierte mit einigen griechisch sprechenden Juden, sie aber schmiedeten Pläne, ihn zu ermorden. Doch als die Gläubigen davon erfuhren, brachten sie ihn nach Caesarea und schickten ihn von dort nach Tarsus. Von nun ab konnte in ganz Judäa, Galiläa und Samarien die ganze Gemeinde in Frieden leben. Und sie wurde stärker. Und alle handelten in Ehrfurcht vor dem Herrn. So wuchs die Gemeinde und erlebte den Trost des Heiligen Geistes. Als Petrus von Dorf zu Dorf wanderte, kam er dabei auch zu den Nachfolgern des Herrn in Lydda. Dort lernte er einen Mann namens Aeneas kennen, der seit 8 Jahren gelähmt im Bett lag. Aeneas sagte Petrus zu ihm: Jesus Christus, heilt dich, steh auf und richte dein Bett. Augenblicklich konnte Aeneas aufstehen, der Mann war geheilt. Als die Einwohner von Lydda und Charon Aeneas so sahen, bekehrten sich alle zum Herrn. In Joppe gab es eine Gläubige namens Tabitha, was so viel bedeutet wie Gazelle. Anderen Menschen tat sie ständig Gutes und half den Armen. Um die Zeit etwa wurde sie krank und starb. Ihre Freunde bereiteten ihre Beerdigung vor und legten sie oben im Haus in ein Zimmer. Da Lydda in der Nähe von Joppe liegt und sie gehört hatten, dass Petrus sich dort aufhielt, schickten sie 2 Männer hin, die ihn baten: Komm doch so schnell wie möglich zu uns. Petrus brach mit ihnen auf. Nachdem er ankam, führten sie ihn in den oberen Stock. Das Zimmer war voller Witwen, die weinten und ihm die Kleider und Gewänder zeigten, die Tabitha für sie gemacht hatte, als sie noch unter ihnen weilte. Petrus aber schickte sie alle hinaus. Dann kniete er sich hin und betete. Schließlich wandte er sich an den Leichnam und sagte: Tabitha, steh auf. Da öffnete sie die Augen. Sie sah Petrus und richtete sich auf im Bett. Er reichte ihr die Hand und half ihr aufzustehen. Dann rief er alle Gläubigen und die Witwen herein und zeigte ihnen, dass sie wieder lebendig war. Diese Nachricht verbreitete sich schnell im ganzen Ort und viele glaubten an den Herrn. Und Petrus blieb längere Zeit in Joppe, wo er bei dem Gerber Simon wohnte.
In Caesarea lebte ein römischer Hauptmann namens Cornelius, der ein italienisches Regiment befehligte. Er war ein frommer Mann, der wie auch alle anderen in seinem Haus den Gott Israels verehrte. Er gab großzügige Spenden und nahm sich regelmäßig Zeit, um zu Gott zu beten. Eines Nachmittags, etwa um 3 Uhr, hatte er eine Vision. Er sah einen Engel Gottes auf sich zukommen. Cornelius! Erschrocken starrte Cornelius ihn an. Was ist, Herr? Deine Gebete und deine Spenden für die Armen sind Gott nicht unbemerkt geblieben. Schicke jetzt ein paar Männer nach Joppe, einen Mann namens Simon aufzusuchen. Er nennt sich Simon Petrus. Er wohnt bei Simon dem Gerber in der Nähe der Küste. Bitte ihn, dich zu besuchen. Sobald der Engel gegangen war, rief Cornelius 2 Knechte seines Hauses und einen ergebenen Soldaten, der zu seinen persönlichen Begleitern gehörte. Er erzählte ihnen, was geschehen war, und schickte sie nach Joppe. Am nächsten Tag, kurz vor Mittag, als Cornelius Boten sich der Stadt näherten, stieg Petrus auf das Dach, um zu beten. Er hatte Hunger, doch während das Mittagessen zubereitet wurde, fiel er in einen tranceartigen Zustand. Er sah, wie der Himmel sich öffnete und etwas heruntergelassen wurde. So etwas wie ein großes Tuch wurde an den 4 Zipfeln heruntergelassen. Darin befanden sich alle möglichen Tiere, Reptilien und Vögel. Dann sagte eine Stimme zu ihm: Steh auf, Petrus, schlachte sie und iss. Nein, Herr, auf keinen Fall, sagte Petrus. Ich habe noch nie etwas gegessen, das nach unserem jüdischen Gesetz verboten ist. Da sprach die Stimme noch einmal: Wenn Gott sagt, dass etwas annehmbar ist, behaupte du nicht das Gegenteil. 3-mal wiederholte sich diese Vision, bevor das Tuch wieder in den Himmel hinaufgezogen wurde. Petrus war sehr verwirrt. Was hatte diese Vision zu bedeuten? Gerade in diesem Augenblick fanden die Männer, die Cornelius geschickt hatte, das Haus und standen vor dem Tor. Sie erkundigten sich, ob dies das Haus wäre, in dem Simon Petrus wohnte. Gleichzeitig, während Petrus noch über die Vision grübelte, sagte der Heilige Geist zu ihm: 3 Männer sind gekommen, um dich zu holen. Steig hinunter und geh ohne Zögern mit ihnen. Es ist alles in Ordnung, denn ich habe sie gesandt. Ihr habt gar nicht lange gesucht, haben es gleich... Da stieg Petrus hinunter und sagte: Ich bin der Mann, den ihr sucht. Warum seid ihr gekommen? Cornelius, ein römischer Hauptmann, hat uns geschickt. Er ist ein frommer Mann, der den Gott Israels fürchtet und bei allen Juden sehr angesehen ist. Ein heiliger Engel trug ihm auf, dich zu ihm ins Haus holen zu lassen, damit du ihm eine Botschaft bringst. Petrus lud die Männer ein, als Gäste bei ihm zu übernachten. Am nächsten Morgen ging er, begleitet von einigen Gläubigen aus Joppe, mit ihnen. Am folgenden Tag kamen sie in Caesarea an. Cornelius erwartete sie schon und hatte seine Verwandten und engen Freunde eingeladen, Petrus kennenzulernen. Als Petrus sein Haus betrat, fiel Cornelius ehrfürchtig vor ihm auf die Knie. Aber Petrus richtete ihn auf und sagte: Steh auf. Ich bin ein Mensch, genau wie du. Da stand Cornelius auf und sie sprachen miteinander, während die anderen um sie versammelt waren. Petrus erklärte ihnen: Wie ihr ja wisst, ist es mir nach jüdischem Gesetz verboten, ein nicht jüdisches Haus wie dieses zu betreten. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich niemanden für unrein halten soll. Deshalb kam ich sofort und ohne Vorbehalt, als ihr mich holen ließt. Nun sagt mir, warum habt ihr nach mir geschickt? Vor 4 Tagen, als ich in meinem Haus war und betete, etwa zu dieser Zeit, um 3 Uhr nachmittags, stand ein Mann in strahlenden Kleidern plötzlich vor mir und sagte: Cornelius, Gott hat deine Gebete erhört und deine Geschenke an die Armen sind Gott nicht unbemerkt geblieben. Schicke nun einige Männer nach Joppe und bitte Simon, der sich Petrus nennt, in dein Haus. Er ist Gast bei Simon, dem Gerber, in einem Haus an der Küste. Da schickte ich sofort nach dir, um dich zu holen. Und es war gut, dass du gekommen bist. Jetzt sind wir alle hier und warten vor Gott, dass wir von dir die Botschaft hören, die der Herr dir gegeben hat. Ich weiß jetzt, dass es wahr ist, dass Gott keine Voreingenommenheit kennt, was bedeutet, dass er Menschen von jeder Nation annimmt, die ihn fürchten und tun, was recht ist. Sicher habt ihr die gute Nachricht für das Volk Israel gehört, dass es Frieden mit Gott gibt durch Jesus Christus, der Herr über alle ist.
Ihr wisst, was überall in Judäa geschah, angefangen in Galiläa, nachdem Johannes der Täufer zu predigen begann. Und zweifellos wisst ihr auch, dass Gott Jesus von Nazareth mit dem Heiligen Geist und mit Kraft salbte. Dann zog Jesus umher, tat Gutes und heilte alle, die vom Teufel bedrängt waren. Denn Gott war mit ihm. Und wir Apostel können alles bezeugen, was er in ganz Israel und in Jerusalem getan hat. Sie haben ihn durch Kreuzigung getötet. Aber Gott hat ihn 3 Tage später wieder zum Leben erweckt. Dann ließ Gott ihn aber nicht der allgemeinen Öffentlichkeit, sondern uns erscheinen, die Gott zuvor als seine Zeugen erwählt hatte. Wir waren es, die mit ihm aßen und tranken, nachdem er von den Toten auferstanden war. Und er befahl uns, überall zu predigen und zu bezeugen, dass Gott Jesus zum Richter aller berufen hat, der Lebenden und der Toten. Er, den alle Propheten bezeugten, und von dem sie sagten, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfangen wird. Noch während Petrus diese Dinge aussprach, fiel der Heilige Geist auf alle, die die Botschaft gehört hatten. Die jüdischen Gläubigen, die mit Petrus gekommen waren, staunten, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch auf die Nichtjuden ausgegossen worden war. Und daran konnte kein Zweifel sein, denn sie hörten sie in übernatürlichen Sprachen sprechen und Gott preisen. Da fragte Petrus: Wer könnte jetzt noch etwas dagegen einwenden, dass sie mit Wasser getauft werden? Sie haben doch den Heiligen Geist empfangen, genau wie wir. So gab er Anweisung, sie im Namen Jesu Christi zu taufen. Du bist getauft, im Namen Jesu Christi. Anschließend bat Cornelius ihn, noch einige Tage bei ihnen zu bleiben. Es dauerte nicht lange, bis die Apostel und andere Gläubige in Judäa die Nachricht erhalten hatten, dass die Nichtjuden das Wort Gottes angenommen hatten. Doch als Petrus wieder in Jerusalem eintraf, kritisierten ihn einige der jüdischen Gläubigen. Du hast das Haus von Nichtjuden betreten und hast mit ihnen sogar gegessen, warfen sie ihm vor. Da berichtete Petrus ihnen genau, was geschehen war. Eines Tages in Joppe fiel ich beim Beten in eine Art Trance und hatte eine Vision. Etwas wie ein großes Tuch wurde an den 4 Zipfeln aus dem Himmel herabgelassen und kam direkt zu mir herunter. Als ich hinschaute, sah ich die verschiedensten Tiere, die wir nicht essen dürfen. Wilde Tiere, Reptilien und alle möglichen Vögel. Und ich hörte eine Stimme, die zu mir sagte: Steh auf, Petrus. Schlachte und iss. Auf keinen Fall, Herr, antwortete ich. Ich habe noch nie etwas gegessen, das unser jüdisches Gesetz uns verbietet. Niemals habe ich das. Doch die Stimme vom Himmel sprach ein weiteres Mal: Wenn Gott sagt, dass etwas annehmbar ist, dann behaupte du nicht das Gegenteil. Dasselbe geschah 3 Mal, bevor das Tuch mit seinem gesamten Inhalt wieder in den Himmel hinaufgeholt wurde. Genau in diesem Moment trafen 3 Männer, die aus Caesarea geschickt wurden, vor dem Haus ein, in dem ich wohnte. Der Heilige Geist sagte mir, ich solle mit ihnen gehen und mich nicht darum sorgen, dass es nicht Juden waren. Diese 6 Brüder hier begleiteten mich und bald kamen wir im Haus des Mannes an. Er berichtete uns, wie ein Engel ihm in seinem Haus erschienen war und ihm gesagt hatte, Sendeboten nach Joppe, um Simon Petrus zu holen. Er wird euch die Botschaft bringen, wie du und alle in deinem Haus gerettet werden sollen. Kaum hatte ich begonnen, ihnen die gute Nachricht zu sagen, fiel der Heilige Geist genauso auf sie wie auf uns am Anfang. Da dachte ich daran, wie der Herr gesagt hatte: Johannes taufte mit Wasser. Ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und da Gott diesen Nichtjuden dieselbe Gabe geschenkt hat wie uns, als wir an den Herrn Jesus Christus glaubten, was hätte ich, Petrus, da noch einwenden sollen? Als die anderen das hörten, waren alle ihre Bedenken behoben und sie fingen an, Gott zu loben. Sie sagten: Also hat Gott auch den Nichtjuden das Privileg gegeben, von der Sünde umzukehren und ewiges Leben zu empfangen. In der Zwischenzeit waren die Gläubigen, die während der Verfolgung nach Stephanus' Tod aus Jerusalem geflohen waren, bis nach Phönizien, Zypern und Antiochia in Syrien gelangt. Sie predigten die gute Nachricht allerdings nur den Juden. Einige der Gläubigen
Jedoch, die aus Zypern und Kyrene nach Antiochia gekommen waren, fingen an, auch den Nichtjuden über den Herrn Jesus zu predigen. Die Kraft des Herrn war auf ihnen und Scharen von Nichtjuden glaubten und bekehrten sich zum Herrn. Diese Neuigkeiten erfuhr dann auch die Gemeinde von Jerusalem. Sie schickten Barnabas nach Antiochia. Als er ankam und diesen Beweis der Freundlichkeit Gottes sah, wurde er mit Freude erfüllt und ermutigte die Gläubigen, dem Herrn treu zu bleiben, wie sie es sich vorgenommen hatten. Barnabas war ein guter Mann, voll des Heiligen Geistes und stark im Glauben. Und Scharen von Menschen wurden zum Herrn geführt. Daraufhin ging Barnabas nach Tarsus, um Saulus zu holen. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn mit nach Antiochia. Ein ganzes Jahr blieben Barnabas und Saulus bei der Gemeinde und lehrten die Menschen scharenweise. In Antiochia hat man die Gläubigen zum ersten Mal Christen genannt. Zu jener Zeit reisten einige Propheten von Jerusalem nach Antiochia. Einer von ihnen namens Agabus stand in einer der Versammlungen auf und prophezeite durch den Geist, dass eine große Hungersnot über das ganze römische Reich hereinbrechen würde. Diese brach dann unter Claudius aus. Die Gläubigen beschlossen, dass jeder nach seinem Vermögen den Glaubensbrüdern in Judäa Hilfe zukommen lässt. Das taten sie dann auch und vertrauten das gesammelte Geld Barnabas und Saulus an, die es den Ältesten der Jerusalemer Gemeinde überbringen sollten. Etwa um diese Zeit begann König Herodes Agrippa, einige Gläubige in der Gemeinde zu verfolgen. Er ließ den Apostel Jakobus, Johannes Bruder, mit dem Schwert töten. Als Herodes sah, wie sehr dies den jüdischen Leitern gefiel, ließ er während der Passafeier Petrus verhaften. Er ließ ihn ins Gefängnis werfen, wo ihn 4 Abordnungen zu je 4 Soldaten zu bewachen hatten. Herodes hatte vor, Petrus nach dem Passafest öffentlich den Prozess zu machen. Doch während Petrus im Gefängnis saß, betete die Gemeinde inständig für ihn. Am Abend vor dem geplanten Prozess schlief Petrus angekettet zwischen 2 Soldaten, während andere vor dem Gefängnistor Wache standen. Plötzlich erschien ein strahlendes Licht in der Zelle und ein Engel des Herrn stand vor Petrus. Und der Engel stupste ihn in die Seite, um ihn zu wecken und sagte: Rasch, steh auf! Und die Ketten fielen von seinen Handgelenken ab. Dann sagte der Engel zu ihm: Sieh dich an und schnüre deine Sandalen. Das tat er. Und jetzt nimm deinen Mantel und folge mir, wies der Engel ihn an. Darauf verließ Petrus die Zelle und folgte dem Engel. Doch die ganze Zeit dachte er, es sei eine Vision. Er merkte nicht, was wirklich geschah. Sie kamen an der ersten und zweiten Wache vorbei und erreichten das Eisentor zur Straße, das sich ganz von selbst vor ihnen öffnete. Da traten sie hindurch. Musik
Sie gingen gerade die Straße hinunter, als der Engel ihn plötzlich verließ. Schließlich wurde Petrus bewusst, was geschehen war. Es ist wirklich wahr. Der Herr hat seinen Engel gesandt, mich vor Herodes gerettet und mich vor dem bewahrt, was die Juden mir antun wollten. Nachdem er kurz nachgedacht hatte, ging er zum Haus der Maria, der Mutter des Johannes Markus, wo viele versammelt waren, um zu beten. Er klopfte an die Tür am Hofeingang und eine Dienerin namens Rode kam, um zu öffnen. Als sie Petrus Stimme erkannte, war sie vor Freude so aufgeregt, dass sie statt zu öffnen schnell hineinlief und allen zurief: Petrus steht vor der Tür. Du hast den Verstand verloren. Als sie nicht nachgab, kamen sie zu dem Schluss, es muss wohl sein Engel sein. Petrus hatte inzwischen nicht aufgehört zu klopfen. Als sie schließlich hinausgingen und die Tür öffneten, waren sie ganz erstaunt. Er winkte sie zur Ruhe und erzählte ihnen dann, was geschehen war und wie der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgeführt hatte. Berichtet Jakobus und den anderen Brüdern, was passiert ist, sagte er noch, bevor er an einen anderen Ort ging. Beim Morgengrauen herrschte große Aufruhr unter den Soldaten, die sich fragten, was mit Petrus geschehen war. Herodes Agrippa erteilte Befehl, alles gründlich nach ihm zu durchsuchen. Als er aber nicht aufzufinden war, verhörte Herodes die Wachen und verurteilte sie zum Tod. Danach verließ Herodes Judäa, um eine Weile in Caesarea zu wohnen. Nun war Herodes sehr wütend über die Einwohner von Tyrus und Sidon. Deshalb schickten sie eine Delegation, um mit ihm Frieden zu schließen. Denn die Lebensmittelversorgung ihrer Städte war von seinem Land abhängig. Sie nahmen freundschaftliche Kontakte zu Blastus auf, dem persönlichen Bediensteten des Herodes, und erreichten eine Audienz bei ihm. Als der Tag gekommen war, legte Herodes seine königlichen Gewänder an, bestieg seinen Thron und hielt ihnen eine Rede. Das Volk applaudierte begeistert. Das ist die Stimme eines Gottes, nicht die eines Menschen. Augenblicklich schlug ein Engel des Herrn Herodes mit einer Krankheit, weil er die Anbetung des Volkes entgegengenommen hatte, statt Gott die Ehre zu geben. Er wurde von Würmern zerfressen und starb. Aber die gute Nachricht Gottes verbreitete sich rasch und viele kamen zum Glauben. Als Barnabas und Saulus ihre Mission in Jerusalem erfüllt hatten, kehrten sie nach Antiochia zurück und nahmen Johannes Markus mit. Zu den Propheten und Lehrern der Gemeinde im syrischen Antiochia gehörten Barnabas, Simeon, genannt der Schwarze, Lucius aus Kyrene, Manaen, der seine Kindheit mit König Herodes Antipas verbracht hatte, und Saulus. Er ist mit mir. Eines Tages, während diese Männer den Herrn anbeteten und fasteten, sagte der Heilige Geist: Stellt Barnabas und Saulus für das besondere Werk zur Verfügung, das ich für sie habe. Da legten sie ihnen nach weiterem Fasten und Beten die Hände auf und sandten sie aus. Ausgesandt durch den Heiligen Geist wanderten sie hinab zum Seehafen Seleucia und segelten von dort nach Zypern. Dort suchten sie in der Stadt Salamis die jüdischen Synagogen auf und predigten Gottes Wort. Johannes Markus begleitete sie als Assistent. Nachdem sie auf der ganzen Insel gepredigt hatten, erreichten sie schließlich Paphos, wo sie einen jüdischen Zauberer trafen, einen falschen Propheten namens Bar-Jesus. Er hatte sich dem Gouverneur Sergius Paulus angeschlossen, einem Mann mit ungewöhnlicher Einsicht und Weisheit. Er lud sie ein, ihn zu besuchen, denn er wollte das Wort Gottes hören. Aber der Zauberer Elimas drängte den Gouverneur nicht zu beachten, was Saulus und Barnabas sagten. Er versuchte, den Gouverneur vom christlichen Glauben abzuhalten. Da blickte Saulus, auch unter dem Namen Paulus bekannt, erfüllt vom Heiligen Geist, dem Zauberer die Augen und sagte: Du, Sohn des Teufels, auf jede Art von Betrug und Gemeinheit bedacht und Feind alles Guten, wirst du denn nie aufhören, die wahren Wege des Herrn zu verdrehen? Jetzt hat der Herr strafend seine Hand auf dich gelegt
Und du wirst für eine Weile mit Blindheit geschlagen sein und wirst das Licht der Sonne nicht schauen. In demselben Moment fiel Nebel und Finsternis auf ihn und er begann umherzustolpern und bettelte, jemand möge ihn an die Hand nehmen und führen. Als der Gouverneur sah, was geschehen war, glaubte er und staunte über die Lehre des Herrn. Paulus und seine Begleiter verließen Paphos auf einem Schiff nach Pamphylien und legten in der Hafenstadt Perge an. Dort trennte Johannes Markus sich von ihnen und kehrte nach Jerusalem zurück. Aber Barnabas und Paulus wanderten landeinwärts nach Antiochia in Pisidien. Am Sabbat gingen sie zur Versammlung in die Synagoge. Nach den üblichen Lesungen aus den Büchern Moses und der Propheten ließen die Versammlungsleiter ihnen ausrichten: Brüder, wenn ihr ein Wort der Ermutigung für uns habt, dann kommt und sagt es uns. Da stand Paulus auf und begann zu reden. Ihr Israeliten und ihr Nichtjuden, die ihr den Gott Israels fürchtet, hört mir zu. Der Gott dieses Volkes Israel erwählte unsere Vorfahren. Er machte sie wohlhabend und begünstigte sie, während sie in Ägypten waren. Aber dann führte er sie mit großer Macht heraus aus Ägypten. Dann sorgte er 40 Jahre lang in der Wüste für sie und ertrug sie. Dann vernichtete er 7 Völker in Kanaan und gab deren Land seinem Volk Israel zum Erbe. All das dauerte etwa 450 Jahre. Und danach regierten Richter in dem Land, bis zur Zeit des Propheten Samuel. Dann bettelte das Volk um einen König. Und Gott gab ihnen Saul, den Sohn von Kisch aus dem Stamm Benjamin, der 40 Jahre regierte. Aber Gott entzog ihm das Königtum. Und er machte David zum König. Gott bezeugte von diesem Mann: Ich habe in David, dem Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen gefunden. Denn er wird alles tun, was ich von ihm wünsche. Und ein Nachkomme dieses Königs David ist der von Gott verheißene Erlöser Israels, Jesus. Doch bevor er kam, predigte Johannes der Täufer, dass jeder im Volk Israel sich abwenden soll von der Sünde, sich zu Gott bekehren und taufen lassen müsse. Als er seinen Dienst beendet hatte, fragte Johannes: Denkt ihr, ich sei der Messias? Der bin ich nicht, nein. Aber er wird bald nach mir kommen und ich bin nicht einmal würdig, sein Sklave zu sein. Brüder, ihr Söhne Abrahams und auch all ihr ergebenen Nichtjuden, die ihr den Gott Israels fürchtet, diese Erlösung gilt uns. Die Einwohner von Jerusalem und ihre Leiter erkannten Jesus nicht. Als sie ihn zum Tode verurteilten, ignorierten sie die Worte der Propheten, die ihnen jeden Sabbat vorgelesen werden. Sie fanden keinen rechtmäßigen Grund, ihn hinrichten zu lassen, forderten Pilatus aber trotzdem dazu auf. Als sich alles erfüllt hatte, was über seinen Tod prophezeit war, nahmen sie ihn vom Kreuz herunter und legten ihn in ein Grab. Aber Gott erweckte ihn von den Toten. Und über viele Tage erschien er denen, die ihn auf seinem Weg begleitet hatten, von Galiläa bis Jerusalem. Sie sind nun seine Zeugen für das Volk Israel. Und nun sind Barnabas und ich hier, um euch diese gute Nachricht zu bringen. Gottes Verheißung an unsere Vorfahren hat sich an uns in unserer Zeit erfüllt, indem Gott Jesus auferweckte. Wie schon im 2. Psalm über Jesus gesagt wird: Du bist mein Sohn, heute bin ich dein Vater geworden. Die Tatsache, dass Gott ihm verheißen hatte, ihn von den Toten aufzuerwecken, um nie mehr zu sterben, ist in dieser Schrift bekundet. Ich werde dir die heiligen Segnungen geben, die ich David versprochen habe. Genauer erklärt das noch ein anderer Psalm. Du wirst deinen Heiligen nicht im Grab verwesen lassen. Nun ist das aber kein Hinweis auf David, denn nachdem er nach dem Willen Gottes gedient hatte, ist er entschlafen. Er wurde bei seinen Vätern begraben und dann verweste sein Leichnam. Nein! Es war anders. Es war ein Hinweis auf einen anderen. Jemanden, den Gott auferweckte und dessen Körper nicht verweste. Also hört zu, meine Brüder. Ich möchte, dass ihr wisst, dass es in Jesus die Vergebung für eure Sünden gibt. Durch ihn gibt es sie.
Durch ihn. Jeder wirklich, der an den Mann glaubt, wird befreit von aller Schuld und vor Gott gerecht gesprochen. Etwas, was das jüdische Gesetz nie bewirken konnte. Oh, seht euch vor, dass die Worte des Propheten nicht auf euch zutreffen. Denn sie sagten, seht ihr, Spötter, wundert euch und sterbt, denn ich tue etwas in eurer eigenen Zeit, etwas, das ihr auch da nicht glauben würdet, wenn es euch jemand erzählte. Als Paulus und Barnabas an jenem Tag die Synagoge verließen, baten die Leute, sie in der folgenden Woche wiederzukommen und über diese Dinge zu sprechen. Viele Juden und zum Judentum übergetretene, gottesfürchtige Menschen, die in dieser Synagoge Gott anbeteten, folgten Paulus und Barnabas. Und die beiden Männer redeten ihnen zu, haltet an Gottes Gnade fest. In der folgenden Woche erschien fast die ganze Stadt, um sie das Wort des Herrn predigen zu hören. Als die jüdischen Leiter jedoch die Menge sahen, wurden sie eifersüchtig. Deshalb verleumdeten sie Paulus und erhoben Einwände gegen alles, was er sagte. Da erklärten Paulus und Barnabas unverblümt, euch musste die gute Nachricht zuerst verkündet werden. Doch da ihr sie verworfen und euch damit selbst des ewigen Lebens für unwürdig erklärt habt, werden wir sie eben den Nichtjuden anbieten. Denn so lautete der Auftrag des Herrn, als er sagte, ich habe dich zum Licht für die Nichtjuden gemacht, damit du die Erlösung bis an die Enden der Erde bringst. Als die Nichtjuden das hörten, waren sie sehr froh und dankten dem Herrn für diese Botschaft. Und alle, die zum ewigen Leben berufen waren, bekehrten sich. Auf diese Weise verbreitete sich die Botschaft des Herrn in der gesamten Region. Da wiegelten die jüdischen Leiter, sowohl die einflussreichen religiösen Frauen als auch die Leiter der Stadt auf, hetzten die Menge gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus der Stadt. Aber sie schüttelten nur den Staub von ihren Füßen gegen sie ab und wanderten weiter zur Stadt Ikonion. Und die Gläubigen wurden mit Freude und mit dem Heiligen Geist erfüllt. In Ikonion gingen Paulus und Barnabas gemeinsam in die Synagoge und predigten mit solcher Vollmacht, dass sowohl Juden als auch Nichtjuden sich scharenweise bekehrten. Doch die Juden, die Gottes Botschaft verachteten, schürten unter den Nichtjuden Misstrauen gegen Paulus und Barnabas, indem sie alle möglichen üblen Dinge über sie erzählten. Die Apostel blieben lange Zeit dort und predigten offen über die Gnade des Herrn. Der Herr bestätigte die Wahrheit ihrer Botschaft, indem er ihnen die Macht gab, übernatürliche Zeichen und Wunder zu wirken. Die Einwohner der Stadt waren jedoch geteilter Meinung über sie. Einige stellten sich auf die Seite der Juden, andere auf die der Apostel. Eine Meute von Nichtjuden und Juden beschloss gemeinsam mit ihren Leitern, sie anzugreifen und zu steinigen. Als die Apostel davon erfuhren, flohen sie um ihr Leben. Sie zogen weiter in die Gegend von Lykaonien, in die Städte Lystra und Derbe und ihre Umgebung, wo sie die gute Nachricht predigten. Während sie sich in Lystra aufhielten, begegneten Paulus und Barnabas einem Mann mit verkrüppelten Füßen. Die Behinderung hatte er schon von Geburt an, so dass er noch nie hatte gehen können. Er hörte zu, als Paulus predigte. Paulus bemerkte ihn und erkannte, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden. Daher rief Paulus ihm mit lauter Stimme zu: Stell dich aufrecht auf deine Füße! Der Mann stellte sich auf die Füße und begann zu gehen. Als die vielen Zuhörer sahen, was Paulus getan hatte, riefen sie in ihrem Dialekt: Diese Männer sind Götter in Menschengestalt. Sie folgerten: Barnabas sei der griechische Gott Zeus und Paulus, der meistens das Wort führte, sei Hermes. Der Zeus-Tempel befand sich am Stadtrand.
Die Priester des Tempels und die Menge brachten Ochsen und Blumenkränze und trafen Vorbereitungen, den Aposteln an den Stadttoren Opfer darzubringen. Doch als Barnabas und Paulus erfuhren, was da vor sich ging, zerrissen sie bestürzt ihre Kleider, rannten unter die Menge und schrien: Freunde! Oh, warum tut ihr das? Erheb dich! Wir sind doch nur Menschen! Menschen wie ihr! Wir sind gekommen, um euch die gute Nachricht zu bringen, dass ihr euch von solch wertlosen Dingen bekehren sollt! Zum lebendigen Gott! Dem Gott der Himmel und Erde, das Meer und alles darin erschaffen hat. Früher ließ er alle Völker ihre eigenen Wege gehen. Doch nie hat er sich unbezeugt gelassen. Immer gab es Dinge, die an ihn erinnern sollten. Er gab euch als Geschenk den Regen vom Himmel, gutes Getreide und fröhliche Herzen. Er versorgte euch mit reichlicher Nahrung und füllte eure Herzen mit Freude. Trotz allem konnten Paulus und Barnabas die Leute kaum davon abhalten, ihnen zu opfern. Nun trafen einige Juden aus Antiochia und Ikonion ein und verwandelten die Menge in eine mörderische Meute. Sie steinigten Paulus und schleppten ihn aus der Stadt, wo sie ihn scheinbar tot liegen ließen. Doch als die Gläubigen ihn umringten, stand er auf und kehrte in die Stadt zurück. Am nächsten Tag zog er mit Barnabas weiter nach Derbe. Nachdem sie in Derbe die gute Nachricht gepredigt und viele zu Jüngern gemacht hatten, kehrten sie wieder nach Lystra, Ikonion und Antiochia zurück, wo sie die Gläubigen stärkten. Sie ermutigten sie, im Glauben treu zu bleiben und erklärten noch einmal, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Königreich Gottes eintreten müssen. Paulus und Barnabas beriefen außerdem in jeder Gemeinde Älteste, für die sie fastend beteten und der Fürsorge des Herrn anbefahlen, auf den sie nun ihr Vertrauen gesetzt hatten. Dann reisten sie durch Pisidien nach Perge zurück, verkündeten dort das Wort und wanderten weiter nach Attalia. Von da segelten sie per Schiff nach Antiochia, wo man sie damals ausgesandt hatte, um das Werk zu tun, das sie nun vollendet hatten. Dort riefen sie gleich die Gemeinde zusammen und erzählten in allen Einzelheiten, was Gott getan hatte. Und wie er auch den Nichtjuden die Tür des Glaubens geöffnet hatte. Bei den Gläubigen in Antiochia blieben sie noch lange Zeit. Während Paulus und Barnabas dort waren, kamen einige Männer aus Judäa in die Stadt und begannen die Christen zu lehren, wenn ihr euch nicht nach dem Brauch des Mose beschneiden lasst, könnt ihr nicht gerettet werden. Ihnen widersprachen Barnabas und Paulus heftig und sie argumentierten lange und ausführlich. Schließlich
wurden die beiden in Begleitung einiger Christen aus Antiochia nach Jerusalem geschickt, um mit den Aposteln und Ältesten über diese Frage zu sprechen. Von der Gemeinde feierlich verabschiedet, kam die Delegation durch Phönizien und Samarien. Sie erzählten den Gläubigen dort, wie nun auch die Nichtjuden sich bekehrten. Diese Nachricht wurde von allen Gläubigen mit großer Freude aufgenommen. Als sie in Jerusalem ankamen, wurden Paulus und Barnabas von der ganzen Gemeinde, einschließlich der Apostel und Ältesten, willkommen geheißen. Sie berichteten, was Gott in der Zwischenzeit durch ihren Dienst getan hatte. Doch dann erhoben sich einige der Männer, die vor ihrer Bekehrung Pharisäer gewesen waren, und erklärten: Alle nichtjüdischen Bekehrten müssen beschnitten werden und sie müssen das Gesetz Moses befolgen. Da setzten sich die Apostel und Gemeindeältesten zusammen, um über diese Frage zu entscheiden. Während dieser Versammlung stand Petrus nach langer Diskussion auf und sprach: Brüder, ihr wisst, dass Gott mich vor einiger Zeit unter euch erwählte, um den Nichtjuden zu predigen, damit sie durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und glauben können. Gott, der die Herzen der Menschen kennt, bestätigte, dass er sie annimmt, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, so wie er ihn uns gegeben hat. Er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, denn er reinigte auch ihre Herzen durch den Glauben. Also, warum zweifelt ihr nun an Gottes Weg, indem ihr den nichtjüdischen Gläubigen ein Joch aufbürdet, das weder wir noch unsere Vorfahren damals tragen konnten? Wir glauben, dass wir alle auf demselben Weg gerettet werden, durch die besondere Gnade des Herrn Jesus. Es gab keine weitere Diskussion und alle hörten zu, wie Barnabas und Paulus von den übernatürlichen Zeichen und Wundern berichteten, die Gott durch sie unter den Nichtjuden getan hatte. Als sie geendet hatten, stand Jakobus auf und sagte: Brüder, hört mir zu. Petrus hat euch geschrieben, wie Gott zum ersten Mal die Nichtjuden aufsuchte, um sich aus ihnen ein Volk zu erwählen. Die Voraussagen der Propheten stimmen mit dieser Bekehrung überein. Es steht geschrieben: Danach werde ich zurückkehren und das gefallene Königreich Davids wiederherstellen. Aus den Trümmern werde ich es wieder erbauen. Ich werde es wiederherstellen, damit die übrige Menschheit den Herrn finden möge. Die Nichtjuden eingeschlossen, alle, die ich zu mir gerufen habe. Das sagt der Herr, er, der diese Dinge schon vor langer Zeit bekannt gegeben hat. Deshalb bin ich der Überzeugung, dass wir sie nicht länger beunruhigen sollten, diese Nichtjuden, die sich zu Gott bekehren. Allerdings sollten wir ihnen schreiben und sie anweisen, kein Fleisch zu essen, das den Götzen geopfert wurde. Jede sexuelle Unreinheit zu meiden und weder Blut noch Fleisch erstickter Tiere zu verzehren. Denn seit vielen Generationen wurden diese Gesetze Moses jeden Sabbat in den jüdischen Synagogen überall gepredigt. Daraufhin wählten die Apostel und Ältesten und die ganze Gemeinde in Jerusalem eine Delegation, die sie mit Paulus und Barnabas nach Antiochia in Syrien schickten, um über diese Entscheidung zu berichten. Die Männer, die gewählt wurden, waren zwei der Leiter in der Gemeinde, Judas, auch Barsabas genannt, und Silas. Sie nahmen einen Brief mit. Diesen Brief schreiben die Apostel und Ältesten, eure Brüder in Jerusalem, an den nichtjüdischen Gläubigen im syrischen Antiochia und in Sizilien. Seid gegrüßt. Wir haben erfahren, dass einige Männer aus unserem Kreis euch beunruhigt und mit ihrer Lehre verunsichert haben. Doch sie waren nicht von uns beauftragt worden. Und nachdem wir unsere Entscheidung einmütig getroffen hatten, schien es uns gut, euch diese offiziellen Vertreter zu schicken, zusammen mit unseren geliebten Brüdern Barnabas und Paulus, die für unseren Herrn Jesus Christus ihr Leben riskiert haben. Wir senden also Judas und Silas, um euch zu sagen, was wir in Bezug auf eure Fragen beschlossen haben. Denn es schien dem Heiligen Geist und uns gut, euch keine größeren Lasten aufzubürden als folgende Anweisungen. Ihr dürft kein Fleisch, das den Götzen geopfert wurde, und weder Blut noch das Fleisch erstickter Tiere verzehren. Und ihr sollt jede sexuelle Unreinheit meiden. Wenn ihr euch daran haltet, tut ihr gut daran. Lebt wohl. Die vier Boten brachen sofort nach Antiochia auf, wo sie eine Gemeindeversammlung aller Christen einberiefen und den Brief überreichten. An diesem Tag herrschte in der ganzen Gemeinde große Freude, als sie diese ermutigende Nachricht lasen. Dann sprachen Judas und Silas, die beide Propheten waren, ausgiebig zu den Christen, um sie im Glauben zu ermutigen und zu stärken.
Sie blieben eine Weile, bevor sie mit den Segenswünschen der Christen nach Jerusalem zurückgeschickt wurden. Paulus und Barnabas blieben in Antiochia, um viele andere zu unterstützen, die dort das Wort des Herrn predigten und lehrten. Nach einiger Zeit sagte Paulus zu Barnabas: Barnabas, kehren wir in jede Stadt zurück, in der wir damals das Wort des Herrn gepredigt haben, um zu sehen, wie die neuen Gläubigen zurechtkommen. Barnabas stimmte zu und wollte Johannes Markus mitnehmen. Paulus dagegen widersprach heftig, da Johannes Markus sie in Pamphylien im Stich gelassen und sich nicht an ihrem Werk beteiligt hatte. Ihre Meinungsverschiedenheit in dieser Frage war so hart, dass sie sich trennten. Barnabas nahm Johannes Markus mit und segelte nach Zypern. Paulus wählte Silas und die Gläubigen sandten sie aus und vertrauten sie der Gnade des Herrn an. So zogen sie durch Syrien und Zilizien, um die dortigen Gemeinden zu stärken. Paulus und Silas gingen zuerst nach Derbe und zogen von dort aus weiter nach Lystra. Dort trafen sie Timotheus, einen Jünger, dessen Mutter eine jüdische Gläubige, dessen Vater aber ein Grieche war. Timotheus wurde von den Gläubigen in Lystra und Ikonien sehr empfohlen. Deshalb wollte Paulus, dass er sie auf ihrer Reise begleitete. Mit Rücksicht auf die Juden dieser Region ließ Paulus Timotheus vor ihrer Abreise beschneiden, denn alle wussten, dass sein Vater ein Grieche war. Dann wanderten sie von Ort zu Ort und erläuterten die Entscheidung in Bezug auf die Gebote, die einzuhalten waren, wie es die Apostel und Ältesten in Jerusalem beschlossen hatten. So wurden die Gemeinden im Glauben gestärkt und wuchsen täglich an Zahl. Als nächstes reisten Paulus und Silas durch das Gebiet von Phrygien und Galatien, weil der Heilige Geist ihnen gesagt hat, sie sollten zu jener Zeit nicht in die Provinz Asien gehen. Als sie dann in das Grenzgebiet Mysiens gelangten, wollten sie in die Provinz Bithynien ziehen, doch wieder ließ der Geist Jesu es nicht zu. Also wanderten sie weiter durch Mysien bis zur Stadt Troas. In der folgenden Nacht hatte Paulus eine Vision. Er sah einen Mann aus Mazedonien im Norden Griechenlands, der ihn inständig bat: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Da beschlossen wir, sofort nach Mazedonien abzureisen, denn wir konnten daraus nur schließen, dass Gott uns berief, dort die gute Nachricht zu predigen. Wir gingen an Bord eines Schiffes nach Troas und segelten über die Insel Samothrake nach Neapolis, wo wir am nächsten Tag anlegten. Von dort aus erreichten wir Philippi, eine größere Stadt im Bezirk Mazedonien, und eine römische Kolonie. Dort blieben wir mehrere Tage. Am Sabbat gingen wir an ein Flussufer etwas außerhalb der Stadt, wo wir eine Gebetsversammlung vermuteten, und setzten uns, um mit einigen Frauen zu sprechen, die dort zusammengekommen waren. Eine dieser Frauen war Lydia aus Thyatira, die mit teuren Purpurstoffen Handel trieb. Sie war gottesfürchtig. Als sie uns zuhörte, öffnete der Herr ihr das Herz und sie nahm an, was Paulus sagte. Sie ließ sich zusammen mit anderen Mitgliedern ihres Haushalts taufen und bat uns, ihre Gäste zu sein. Wenn ihr wirklich der Meinung seid, dass ich dem Herrn treu bin, dann kommt und wohnt in meinem Haus. Und sie drängte uns so lange, bis wir es taten. Eines Tages, als wir gerade zum Gebetstreffpunkt gingen, begegneten wir einem Sklavenmädchen, das von Dämonen besessen war. Sie betrieb Wahrsagerei und brachte ihren Herrn eine Menge Geld ein. Sie lief hinter uns her und schrie: Diese Männer sind Diener des Allerhöchsten Gottes und sind gekommen, um euch zu sagen, wie ihr gerettet werden sollt! Das wiederholte sich Tag für Tag, bis Paulus genug davon hatte, sich umdrehte und dem Dämon in ihr sagte: Im Namen Jesu Christi befehle ich dir, aus ihr herauszukommen. Und augenblicklich verließ er sie. Das ist mal ganz ruhig.
Als ihre Herren ihre Hoffnungen auf Reichtum zerschlagen sahen, packten sie Paulus und Silas und schleppten sie vor die Stadträte auf den Markt. Sie riefen: Wegen dieser Juden ist die ganze Stadt in Aufruhr geraten, weil sie nämlich die Leute Dinge zu tun lehren, die den römischen Bräuchen widersprechen. Ja. Im Nu hatte sich eine Meute gegen Paulus und Silas formiert und die Stadträte erteilten Befehl, ihnen die Kleider zu zerreißen und sie mit Knüppeln zu schlagen. Sie wurden heftig geschlagen und anschließend ins Gefängnis geworfen. Der Gefängniswärter erhielt Anweisung, streng darauf zu achten, dass sie nicht entfliehen konnten. Da wollte er kein Risiko eingehen und ließ sie in die innerste Zelle bringen und ihre Füße in den Stock klemmen. Etwa um Mitternacht beteten Paulus und Silas und sangen Gott Loblieder, während die anderen Häftlinge ihnen zuhörten. Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben und das Gefängnis wurde bis in die Grundmauern erschüttert. Alle Tore sprangen auf und die Ketten sämtlicher Häftlinge fielen einfach ab. Der Gefängniswärter wachte auf und sah die Zellen weit offen stehen. Er nahm an, die Gefangenen seien geflohen, deshalb zog er sein Schwert und wollte sich umbringen. Doch Paulus rief ihm zu: Tu's nicht! Wir sind alle hier! Zitternd vor Angst verlangte der Gefängniswärter Licht, rannte in das innere Gefängnis und fiel vor Paulus und Silas nieder. Bevor er sie hinausführte, fragte er sie: Ihr Herren, was muss ich denn tun, um gerettet zu werden? Glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du gerettet. Du und dein ganzes Haus ebenso. Dann gaben sie ihm und allen, die in seinem Haus lebten, das Wort des Herrn weiter. Noch in derselben Stunde wusch der Gefängniswärter ihnen die Wunden aus, und er, so wie jeder in seinem Haus, wurden sofort getauft. In seiner Wohnung gab er ihnen etwas zu essen. Er und sein ganzes Haus freuten sich, weil sie alle an Gott glaubten. Am nächsten Morgen schickten die Stadträte Polizisten, um den Gefängniswärter ausrichten zu lassen. Lass die Männer frei. Da sagte der Gefängniswärter zu Paulus: Das hier besagt, dass ihr, du und Silas frei seid. Ihr könnt jetzt gehen. Geht in Frieden. Aber Paulus entgegnete: Sie haben uns ohne Prozess öffentlich geschlagen, obwohl wir römische Bürger sind. Und obendrein ins Gefängnis geworfen. Und jetzt erwarten Sie, dass wir heimlich weggehen. Nein! Sie sollen selbst kommen, uns freilassen und hinausführen. Als die Polizisten Bericht erstatteten, reagierten die Stadträte alarmiert, als sie erfuhren, dass Paulus und Silas römische Bürger waren. Sie kamen ins Gefängnis und entschuldigten sich bei ihnen. Dann führten sie sie hinaus und baten sie inständig, die Stadt zu verlassen.
Daraufhin kehrten Paulus und Silas zu Lydias Haus zurück, wo sie sich mit den Gläubigen trafen und sie noch einmal ermutigten, bevor sie die Stadt verließen. Nun zogen Paulus und Silas durch die Städte in Amphipolis und Apollonia und kamen nach Thessalonich, wo es eine jüdische Synagoge gab. Wie gewohnt ging Paulus zu ihnen und legte ihnen dort 3 Sabbate lang die Heiligen Schriften aus. Ausführlich erläuterte er die Prophetien über die Leiden des Messias und über seine Auferstehung von den Toten und sagte: Dieser Jesus, von dem ich euch erzähle, ist der Messias. Einige Zuhörer waren überzeugt und bekehrten sich, darunter zahlreiche gottesfürchtige Griechen sowie viele angesehene Frauen der Stadt. Doch die jüdischen Leiter wurden eifersüchtig und sammelten nichtsnutzige Landstreicher, um den Pöbel aufzuhetzen und einen Aufruhr anzuzetteln. Sie griffen Jasons Haus an, um Paulus und Silas zu fassen und in die Menge hinauszuzerren. Da sie die beiden nicht fanden, zerrten sie Jason und einige andere Gläubige hinaus und schleppten sie vor den Stadtrat. Sie riefen: Paulus und Silas haben die ganze übrige Welt auf den Kopf gestellt und jetzt bringen sie unsere Stadt in Aufruhr. Und Jason hat sie aufgenommen in seinem Haus. Sie haben sich des Verrats gegen den Kaiser schuldig gemacht, denn sie propagieren das Bündnis mit einem anderen König, mit einem, den sie Jesus nennen. Als die Einwohner der Stadt und die Stadtverordneten diese Berichte hörten, brach ein Tumult los. Aber die Stadtverordneten ließen Jason und die anderen Gläubigen frei, nachdem sie eine Kaution hinterlegt hatten. Noch in derselben Nacht schickten die Gläubigen Paulus und Silas nach Beröa. Als sie dort ankamen, gingen sie in die Synagoge. Die Einwohner Beröas waren aufgeschlossener als die Leute in Thessalonich. Und sie hörten sich Paulus' Botschaft mit großem Interesse an. Tag für Tag forschten sie in den Schriften nach, um zu prüfen, ob die beiden die Wahrheit lehrten. Die Folge war, dass viele Juden glaubten. Genauso wie einige der führenden griechischen Frauen und viele Männer. Doch als einige Juden aus Thessalonich erfuhren, dass Paulus nun in Beröa das Wort Gottes predigte, kamen sie dorthin und wiegelten die Leute auf, hetzten das Volk auf. Die Gläubigen reagierten sofort und schickten Paulus an die Küste, während Silas und Timotheus zurückblieben. Die Leute, die Paulus begleiteten, gingen mit ihm bis nach Athen. Dann kehrten sie nach Beröa zurück und überbrachten Silas und Timotheus die Nachricht, schnell zu ihm zu kommen. Während Paulus in Athen auf sie wartete, war er tief betroffen über die vielen Götzen, die er überall in der Stadt sah. Er ging in die Synagoge, um mit den Juden und den gottesfürchtigen Nichtjuden zu debattieren, und er sprach täglich auf dem Marktforum zu allen, die sich gerade dort aufhielten. Auch mit einigen epikureischen und stoischen Philosophen debattierte er. Er erzählte ihnen von Jesus und seiner Auferstehung. Was für seltsame Ideen dieser Schwätzer aufgeschnappt hat. Andere meinten: Er propagiert irgendeine fremde Religion. Dann führten sie ihn vor das philosophische Schiedsgericht und sagten: Dürfen wir wissen, was es mit dieser neuen Religion auf sich hat? Erzähle uns mehr. Du behauptest da einige ziemlich sonderbare Dinge, und wir wollen wissen, was es damit auf sich hat. Man sollte an dieser Stelle erklären, dass alle Athener, ebenso wie die Fremden in Athen, scheinbar ihre ganze Zeit damit verbrachten, über die neuesten Ideen zu diskutieren. Als Paulus also vor dem Rat stand, sprach er sie mit folgenden Worten an: Männer von Athen, ich habe bemerkt, dass ihr sehr religiös seid. Denn als ich umherging, sah ich eure vielen Altäre. Und einer davon trug die Inschrift: einem unbekannten Gott. Ihr habt ihn angebetet, ohne zu wissen, wer er ist. Und ich möchte euch nun von ihm erzählen. Er ist der Gott, der die Welt und alles darin erschuf. Da er der Herr über Himmel und Erde ist, wohnt er nicht in Tempeln, die die Menschen errichtet haben. Menschenhände können ihn auch nicht bedienen, weil er nichts nötig hat. Weil er selbst allem Leben gibt. Leben und Atem. Und er stillt jedes Bedürfnis, das es gibt. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Nationen hervorgebracht, die nun die ganze Erde bevölkern.
Er legte ihre Grenzen fest und beschloss im Voraus, welche aufsteigen und welche fallen sollten. Gott tat das und seine Absicht war dabei immer, dass die Nationen Gott suchen sollten und ihn finden würden. Denn er ist keinem von uns fern, keinem von uns. Denn in ihm, da leben wir, handeln wir, in ihm existieren wir, wie auch einer eurer eigenen Dichter sagte. Wir sind von seiner Art. Da wir Gottes Ebenbild sind, sollten wir nicht denken, dass Gott so etwas wie ein Götzenbild aus Silber oder Gold oder Stein ist. Ein Scheinbild, das Kunsthandwerker anfertigen. Gott übersah die frühere Unwissenheit der Menschen. Aber nun gebietet er uns allen, sich von den Götzen abzuwenden und zu ihm zu bekehren. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er die Welt in Gerechtigkeit richten wird. Und zwar durch den Mann, den er bestimmt hat und dessen Identität er allen dadurch bewies, dass er ihn auferweckte von den Toten. Als sie Paulus von der Auferstehung eines Menschen reden hörten, der tot gewesen war, lachten und spotteten die einen, während andere sagten, wir möchten später noch mehr darüber hören. Damit war Paulus' Debatte mit ihnen beendet. Doch einige schlossen sich ihm an und wurden Gläubige. Zu ihnen gehörten Dionysius, ein Ratsmitglied, eine Frau namens Damaris und andere. Danach verließ Paulus Athen und ging nach Korinth. Dort lernte er einen Juden namens Aquila kennen, der in Pontus geboren worden war und erst kürzlich mit seiner Frau Priscilla aus Italien angekommen war. Man hatte sie aus Italien ausgewiesen, nachdem Kaiser Claudius allen Juden befohlen hatte, Rom zu verlassen. Paulus wohnte und arbeitete mit ihnen, denn sie waren Zeltmacher, genau wie er. Jeden Sabbat traf man Paulus in der Synagoge, wo er Juden ebenso wie Griechen zu überzeugen versuchte. Und nachdem Silas und Timotheus aus Mazedonien eingetroffen waren, verbrachte Paulus seine gesamte Zeit damit, den Juden zu bezeugen, der Messias, auf den ihr wartet, ist Jesus. Doch als die Juden ihm Widerstand leisteten und ihn beschimpften, schüttelte Paulus den Staub von seinem Gewand und sagte, euer Blut komme auf eure eigenen Köpfe. Ich bin unschuldig, unschuldig. Von nun an werde ich zu den Nichtjuden gehen. Danach blieb er bei Titius Justus, einem Nichtjuden, der Gott anbetete und direkt neben der Synagoge wohnte. Crispus, der Synagogenvorsteher, und sein ganzes Haus glaubten an den Herrn. Auch viele andere in Korinth wurden gläubig und ließen sich taufen. Eines Nachts sprach der Herr in einer Vision zu Paulus und sagte, sei nicht ängstlich. Rede. Und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand wird dir schaden. Denn ich habe viele Menschen hier in dieser Stadt. So blieb Paulus 1,5 Jahre dort und lehrte Gottes Wort. Doch als Gallio Gouverneur von Achaia wurde, schlossen sich einige Juden gegen Paulus zusammen und führten ihn zum Gericht vor den Gouverneur. Sie beschuldigten Paulus. Dieser Mann hat die Leute überredet, Gott auf eine Weise anzubeten, die dem Gesetz widerspricht. Doch gerade als Paulus seine Verteidigung vorbringen wollte, wandte Gallio sich an Paulus' Ankläger und sagte, hört mal, ihr Juden, wenn dieser Fall mit einem Vergehen oder einem ernsten Verbrechen zu tun hätte, dann wäre ich verpflichtet, euch anzuhören. Aber da es nur um Streitfragen geht über Worte und Namen und eure jüdischen Gesetze, könnt ihr euch selbst darum kümmern. Ich weigere mich, in solchen Angelegenheiten den Richter zu spielen. Und damit trieb er sie aus dem Gerichtssaal. Der Pöbel hatte inzwischen den Synagogenvorsteher Sosthenes gepackt und ihn gleich dort im Gerichtssaal geschlagen. Doch Gallio kümmerte sich nicht darum.
Danach blieb Paulus noch einige Zeit in Korinth, bevor er sich schließlich von den Christen verabschiedete und zur syrischen Küste segelte, wobei er Priscilla und Aquila mitnahm. Zuvor hatte Paulus in Kenchrea nach jüdischer Sitte seinen Kopf geschoren, weil er ein Gelübde abgelegt hatte. Als sie im Hafen von Ephesus ankam, ließ Paulus die anderen zurück. Doch er ging während des Aufenthalts in die Synagoge, um mit den Juden zu debattieren. Sie baten ihn, länger zu bleiben, aber er winkte ab. Als er ging, sagte er: So Gott will, werde ich später zurückkommen. Dann segelte er von Ephesus nach Caesarea, zog hinauf, besuchte die Gemeinde in Jerusalem und kehrte dann nach Antiochia zurück. Nachdem er einige Zeit in Antiochia verbracht hatte, ging Paulus wieder nach Galatien und Phrygien, wo er alle Gläubigen besuchte, sie ermutigte und ihnen half, im Herrn zu wachsen. Inzwischen war gerade ein Jude namens Apollos aus dem ägyptischen Alexandria nach Ephesus gekommen, ein redegewandter Mann, der die Schriften gut kannte. Er war unterwiesen worden im Weg des Herrn und sprach zu anderen mit großer Begeisterung und schilderte genaue Einzelheiten von Jesus. Allerdings kannte er nur die Taufe des Johannes. Als Priscilla und Aquila ihn in der Synagoge mutig predigen hörten, nahmen sie ihn beiseite und erläuterten ihm den Weg Gottes noch genauer. Als Apollos nach Achaia gehen wollte, ermunterten ihn die Brüder dazu. Sie schrieben den Gläubigen, ihn willkommen zu heißen. Für alle zum Glauben Gekommenen wurde er aus Gnade zur großen Hilfe, denn mit Nachdruck widerlegte er die Juden in öffentlichen Debatten, indem er aus der Schrift nachwies, dass Jesus der Messias sei. Während Apollos in Korinth war, reiste Paulus weiter durch das Hochland. Schließlich kam er nach Ephesus, wo er mehrere Jünger traf. Er fragte sie: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie verneinten: Wir haben noch nie vom Heiligen Geist gehört. Da fragte er: Welche Taufe habt ihr denn erfahren? Die Taufe des Johannes, sagten sie. Paulus sagte: Johannes hat mit der Taufe der Umkehr getauft, weg von den Sünden und hin zu Gott. Er fordert das Volk auf, an den zu glauben, der nach ihm komme, an Jesus. Daraufhin ließen sie sich auf den Namen Jesu taufen. Als Paulus ihnen danach die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie sprachen in anderen Zungen und prophezeiten. Es waren insgesamt 12 Männer. Dann ging Paulus in die Synagoge und predigte frei und offen 3 Monate lang mit überzeugenden Argumenten über das Königreich Gottes. Aber einige lehnten seine Botschaft ab. Sie sprachen sich öffentlich gegen den neuen Weg aus. Da verließ Paulus die Synagoge mit den Gläubigen und fing an, täglich in der Tyrannus-Schule zu predigen. Das geschah 2 Jahre lang, sodass überall in der Provinz Asien Juden und Griechen die Botschaft des Herrn hörten. Gott wirkte auch ungewöhnliche Wunder durch Paulus. Wenn man Taschentücher oder zum Beispiel Kleidungsstücke, die seine Haut berührt hatten, auf kranke Menschen legte, wurden sie geheilt. Und wenn böse Geister in ihnen waren, fuhren sie aus. Eine Gruppe von Juden, die von Ort zu Ort wanderten und böse Geister austrieben, versuchten, den Namen des Herrn Jesus zu gebrauchen. Sie benutzten dabei folgenden Spruch: Im Namen Jesu, den Paulus predigt, gebiete ich dir, herauszufahren. 7 Söhne des Hohenpriesters Kevas gingen so vor. Doch eines Tages hat ihnen ein böser Geist geantwortet: Jesus kenne ich und ich kenne auch Paulus, aber wer seid ihr? Und der Mann, der diesen bösen Geist in sich hatte, stürzte sich auf sie und überwältigte sie. Er griff sie mit solcher Gewalt an, dass sie flohen. Nackt und schwer verletzt stürzten sie aus dem Haus. Diese Geschichte machte schnell die Runde unter Juden und Griechen in Ephesus. Eine Ehrfurcht erfasste die Stadt und der Name des Herrn Jesus wurde sehr geehrt. Viele, die gläubig geworden waren, bekannten ihre sündigen Gewohnheiten. Eine ganze Reihe unter ihnen, die Okkultismus praktiziert hatten, brachten ihre okkulten Bücher und verbrannten sie in einem öffentlichen Freudenfeuer. Der Wert der Bücher belief sich auf mehrere Millionen Mark. So fand die Botschaft über den Herrn weite Verbreitung und zog mächtige Auswirkungen nach sich. Nach einiger Zeit fühlte Paulus sich durch den Heiligen Geist gedrängt, nach Mazedonien und Achaia hinüberzugehen, bevor er nach Jerusalem zurückkehrte. Und anschließend, meinte er, muss ich nach Rom weitergehen. Er schickte seine Assistenten Timotheus und Erastus nach Mazedonien voraus, während er sich noch eine Weile in der Provinz Asien aufhielt.
Doch etwa um diese Zeit kam es in Ephesus zu beträchtlichen Unruhen in Bezug auf den neuen Weg. Auslöser war der Silberschmied Demetrius, der eine große Manufaktur für Silberstatuen der griechischen Göttin Artemis besaß und viele Handwerker beschäftigte. Er rief diese und einige andere damit beschäftigten Arbeiter zusammen und erklärte: Meine Herren, ihr wisst alle, dass unser Wohlstand auf diesem Geschäft beruht. Wie ihr gesehen und gehört habt, ist dieser Paulus zurzeit in unserer Stadt. Und er beeinflusst viele Leute mit seinem Reden. Hier in Ephesus und nicht nur hier, sondern überall in der Provinz Asien. Er sagt das? Von Menschenhand gefertigte Götter? Gar keine Götter sind! Natürlich spreche ich nicht nur vom Prestigeverlust für unser Geschäft. Ich befürchte auch, dass der Tempel der großen Göttin Artemis an Einfluss verlieren könnte. Und dass Artemis selbst, diese herrliche Göttin, die überall in der Provinz Asien und in der ganzen Welt verehrt wird, ihr Ansehen einbüßen könnte. Groß ist die Artemis der Epheser! Bei diesen Worten kochte ihr Zorn über und sie begannen zu schreien. Ja! Niemals, was du mir das zu! Groß ist die Artemis der Epheser! Eine Menge lief zusammen und bald herrschte in der ganzen Stadt ein einziges Durcheinander. Alle rannten zum Amphitheater und schleppten Gaius und Aristarch mit, Paulus Reisebegleiter aus Mazedonien. Paulus wollte auch hingehen, doch die Gläubigen ließen ihn nicht. Einige Provinzbeamte, die mit Paulus befreundet waren, schickten ihm eine Nachricht, in der sie ihn baten, nicht sein Leben aufs Spiel zu setzen, indem er das Amphitheater betrat. Dort schrien alle durcheinander, der eine dies, der andere das. Es war ein einziges Chaos. Ja, die meisten wussten nicht einmal, warum sie eigentlich dort waren. Einige Juden schubsten Alexander nach vorn und forderten ihn auf, die Situation zu erklären. Er winkte um Ruhe und wollte etwas zur Verteidigung vorbringen. Doch als die Menge merkte, dass er ein Jude war, brach wieder ein Geschrei los, das 2 Stunden lang dauerte. Ist die Artemis der Epheser! Irgendwann konnte der Ratssekretär sie so weit beschwichtigen, dass er zu ihnen reden konnte. Er sagte: Bürger von Ephesus, weiß nicht jeder auf der Welt, dass die Stadt Ephesus die offizielle Hüterin des Tempels der großen Artemis ist, deren Bildnis aus dem Himmel zu uns herabfiel? Ja! Da diese Tatsache feststeht, und zwar unbestreitbar. Seid nicht beunruhigt. Egal, was irgendeiner sagt, tut nichts Unbedachtes. Ja. Ihr habt diese Männer hergebracht, aber sie haben nichts aus dem Tempel gestohlen und haben sich nicht gegen unsere Göttin geäußert. Wenn also Demetrius und die Handwerker ihnen etwas vorwerfen wollen, sollen sie den gesetzlichen Weg beschreiten. Dafür sind die Gerichtshöfe da. Dann tagt eben der Gerichtshof und die Richter können den Fall sofort entscheiden. Und wenn es darum geht, andere Beschwerden vorzubringen, dann muss es einen Weg geben, sie in einer ordentlichen Versammlung zu klären. Ich befürchte, von Rom eines Aufstands beschuldigt zu werden, obwohl es keinen Grund für dieses ganze Durcheinander gibt. Und wenn es so ist, dass Rom eine Erklärung von uns verlangt, wissen wir nicht einmal, was wir sagen sollen. Denn es ist kein Grund dafür vorhanden. Damit entließ er sie und sie zerstreuten sich. Thank you.
Als alles vorüber war, ließ Paulus die Gläubigen holen und ermutigte sie. Dann verabschiedete er sich und brach nach Mazedonien auf. Unterwegs ermutigte er die Gläubigen in allen Orten, die auf seinem Weg lagen. Dann reiste er nach Griechenland hinunter, wo er 3 Monate blieb. Er wollte gerade nach Syrien absegeln, als er von einem Mordanschlag der Juden gegen ihn erfuhr. Deshalb beschloss er, über Mazedonien zurückzukehren. Mehrere Männer reisten mit ihm, Sopater. Der Sohn von Pyrrhus aus Beröa. Aristarch und Sekundus aus Thessalonich, Gaius aus Derbe, Timotheus, Soetychikus und Trophimus aus der Provinz Asien. Sie reisten voraus und warteten in Troas auf uns. Soweit die Passazeit vorüber war, gingen wir in Philippi an Bord. Nach 5 Tagen trafen wir dann in Troas ein. Dort blieben wir 1 Woche. Am ersten Tag der Woche versammelten wir uns, um das Abendmahl zu feiern. Paulus predigte, und da er am nächsten Tag abreisen wollte, sprach er bis Mitternacht. Der Raum in der oberen Etage, in dem wir uns versammelt hatten, war mit vielen flackernden Lampen erleuchtet. Während Paulus redete und redete, wurde ein junger Mann namens Eutychus, der auf der Fensterbank saß, ganz schläfrig. Schließlich war er fest eingeschlafen und stürzte 3 Stockwerke tief in den Tod. Paulus ging hinunter, beugte sich über ihn und nahm ihn in seine Arme. Habt keine Sorge. Ja, er lebt! Dann gingen sie alle wieder hinauf und nahmen gemeinsam das Abendmahl. Und Paulus sprach weiter bis zur Morgendämmerung. Dann brach er auf. Inzwischen war der junge Mann unverletzt nach Hause gebracht worden und alle waren überaus erleichtert. Paulus zog über Land nach Assos, wo er wieder zu uns stoßen wollte, und wir fuhren mit dem Schiff voraus. Dort schloss er sich uns wieder an und wir segelten zusammen nach Mytilene. Am nächsten Tag kamen wir an der Insel Chios vorbei. Am folgenden Tag steuerten wir auf die Insel Samos zu und erreichten einen Tag später Milet. Paulus hatte sich dagegen entschieden, diesmal in Ephesus Halt zu machen, weil er nicht noch mehr Zeit in der Provinz Asien verbringen wollte. Er hatte es eilig, möglichst noch zum Pfingstfest Jerusalem zu erreichen. Als wir in Milet anlegten, schickte er jedoch einen Boten zu den Ältesten der Gemeinde in Ephesus und bat sie zu kommen, um ihn zu treffen. Als sie ankamen, erklärte er: Ihr wisst, dass ich seit dem Tag, als ich die Provinz Asien betrat, bis heute in aller Demut das Werk des Herrn getan habe. Ja, ich tat es in aller Demut. Als ich die Provinz Asien betrat, bis heute in aller Demut das Werk des Herrn getan habe. Ja, ich tat es in aller Demut. Und mit Tränen. Ich habe alle Anfechtungen ertragen, die mir durch die Anschläge der Juden entstanden sind. Trotzdem, und das wisst ihr, habe ich mich nie zurückgehalten, euch die Wahrheit zu sagen. Egal, ob in aller Öffentlichkeit oder bei euch zu Hause. Immer hatte ich nur eine Botschaft. Für Juden sowie für Griechen. Von der Notwendigkeit, sich von der Sünde abzuwenden und zu Gott zu bekehren. Immer hatte ich nur eine Botschaft. Für Juden sowie für Griechen. Von der Notwendigkeit, sich von der Sünde abzuwenden und zu Gott zu bekehren. Im Glauben an unseren Herrn Jesus. Und nun, unwiderstehlich gezogen durch den Heiligen Geist, gehe ich nach Jerusalem, ohne zu wissen, was mich dort erwartet. Nur eines weiß ich, nämlich das, was der Heilige Geist mir vor... Wie auch immer. Ich weiß nur, mein Leben ist nichts wert, wenn ich es nicht nutze, um das Werk zu tun und zu vollenden, das der Herr Jesus mir aufgetragen hat. Anderen die gute Nachricht zu vermitteln von Gottes wunderbarer Liebe und Freundlichkeit. Und nun weiß ich,
dass keiner von euch, in deren Gemeinschaft ich das Königreich gepredigt habe, mich je wiedersehen wird. Und deshalb will ich euch heute offen sagen, dass ich treu war. Niemand kann mir seine Verdammnis zur Last legen. Denn ich habe mich nicht zurückgehalten, alles zu erklären, was Gott für euch möchte. Und nun, seht euch vor. Achtet darauf, seine Gemeinde, die Herde Gottes, die er mit seinem Blut erkauft hat, zu weiden und zu betreuen, über die der Heilige Geist euch als Älteste eingesetzt hat. Ich weiß genau, dass sich nach meinem Weggang falsche Lehrer wie böse Wölfe unter euch mischen und die Herde nicht verschonen werden. Selbst einige von euch werden die Wahrheit verdrehen, um eine Anhängerschaft für sich zu gewinnen. Seid also wachsam. Denkt an die 3 Jahre, die ich bei euch gewesen bin, wie ich ständig Tag und Nacht über euch gewacht habe und unter Tränen um euch besorgt war. Und nun, nun vertraue ich euch Gott an und dem Wort seiner Gnade, seiner Botschaft, die fähig ist, euch aufzuerbauen und euch ein Erbe zu geben, mit allen, die er für sich ausgesondert hat. Nie habe ich von jemandem Geld verlangt, oder Silber, oder Gold, oder feine Gewänder. Ihr wisst, dass ich mit meinen eigenen Händen gearbeitet habe, um mir meinen Lebensunterhalt zu verdienen und auch meine Begleiter zu versorgen. Und ich bin euch ständig ein Beispiel dafür gewesen, wie ihr durch eure eigenen Hände Arbeit den Armen helfen könnt. Behaltet die Worte des Herrn Jesus in Erinnerung, der nämlich sagte, es ist viel segensreicher zu geben, als zu nehmen. Als er zu Ende geredet hatte, kniete er sich hin und betete mit ihnen. Sie weinten laut, als sie ihn zum Abschied umarmten. Am meisten waren sie darüber betrübt, dass er gesagt hatte, sie würden ihn nie wiedersehen. Dann begleiteten sie ihn zum Schiff hinunter. Nachdem wir uns von den Ältesten aus Ephesus verabschiedet hatten, segelten wir direkt zur Insel Kos. Am nächsten Tag erreichten wir Rhodos und fuhren dann weiter nach Patara. Dort gingen wir an Bord eines Schiffes, das zur syrischen Provinz Phönizien segelte. Wir sichteten die Insel Zypern, die wir links neben uns ließen, und legten im Hafen von Tyros in Syrien an, wo das Schiff entladen werden sollte. Wir gingen an Land, suchten die Gläubigen vor Ort auf und blieben eine Woche bei ihnen. Diese Jünger prophezeiten durch den Heiligen Geist, dass Paulus nicht nach Jerusalem gehen sollte. Als wir am Ende der Woche zum Schiff zurückkehrten, begleitete uns die ganze Versammlung, einschließlich der Frauen und Kinder, zur Küste. Dort knieten wir uns hin, beteten und verabschiedeten uns. Dann gingen wir an Bord und sie kehrten nach Hause zurück. Der nächste Halt nach Tyros war Ptolemais, wo wir die Gläubigen begrüßten, aber nur einen Tag blieben. Dann zogen wir weiter nach Caesarea und wohnten im Haus des Evangelisten Philippus, einer der 7 Männer, die gewählt worden waren, die Essensausgabe zu verwalten. Er hatte 4 unverheiratete Töchter, die alle die Gabe der Prophetie hatten. Während unseres mehrtägigen Aufenthalts traf ein Prophet namens Agabus aus Judäa ein, der ebenfalls die Gabe der Prophetie hatte. Als er uns besuchte, nahm er Paulus Gürtel und fesselte sich damit seine eigenen Hände und Füße. Dann sagte er, hiermit erklärt der Heilige Geist, so wird der Besitzer dieses Gürtels in Jerusalem von den jüdischen Leitern gefesselt und den Römern ausgeliefert werden. Als wir, die wir mit ihm reisten, und die Gläubigen am Ort das hörten, baten wir Paulus inständig, nicht nach Jerusalem zu gehen. Doch er meinte, was soll dieses Weinen? Ihr brecht mir das Herz.
Ich bin nicht nur bereit, in Jerusalem verhaftet zu werden, sondern auch zu sterben für den Herrn Jesus. Als uns klar war, dass wir ihn nicht überreden konnten, gaben wir auf und sagten: Der Wille des Herrn geschehe. Kurz danach packten wir unsere Sachen und brachen nach Jerusalem auf. Einige Gläubige aus Caesarea begleiteten uns und brachten uns zum Mnasons Haus, einem Mann, der aus Zypern stammte und einer der ersten Jünger war. Die Gläubigen in Jerusalem begrüßten uns alle herzlich. Am nächsten Tag kam Paulus mit uns zu Jakobus und alle Ältesten der Jerusalemer Gemeinde wurden versammelt. Nachdem wir einander begrüßt hatten, erstattete Paulus einen ausführlichen Bericht über alles, was Gott durch seinen Dienst unter den Nichtjuden getan hatte. Nachdem sie das gehört hatten, lobten sie Gott. Dann aber sagten sie: Du weißt, lieber Bruder, wie viele tausend Juden ebenfalls geglaubt haben. Und sie alle nehmen das Gesetz Moses sehr ernst. Nun hat man ihnen hier von euch erzählt, ihr würdet alle Juden, die außerhalb Israels leben, durch eure Lehre veranlassen, sich von den Gesetzen Moses abzuwenden. Sie behaupten, dass die Leute aufgrund eurer Lehre ihre Kinder nicht mehr beschneiden und andere jüdische Bräuche nicht mehr einhalten. Was ist da zu tun? Denn sie werden ganz sicher erfahren, dass ihr gekommen seid. Unser Vorschlag wäre folgender. Wir haben hier vier Männer, die ein Gelübde abgelegt haben und sich den Kopf scheren lassen werden. Geh mit ihnen. Schließe dich ihrer Reinigungszeremonie im Tempel an und bezahle, was nötig ist, damit sie sich scheren lassen können. Dann wird jedermann wissen, dass sämtliche Gerüchte über dich falsch sind. Und du die jüdischen Gesetze beachtest wie sonst kaum ein anderer. Was die nichtjüdischen Christen betrifft, haben wir ihnen geschrieben, was wir verlangen. Sie sollen nicht essen, was den Götzen geopfert wurde, weder Blut noch das Fleisch erstickter Tiere verzehren und sich hüten vor Unzucht. Paulus war mit ihrer Bitte einverstanden und unterzog sich am folgenden Tag mit den vier Männern der Reinigungszeremonie und ging zum Tempel. Dann gab er öffentlich das Datum bekannt, wann ihre Gelübde enden und für jeden von ihnen Opfer dargebracht werden würden. Die sieben Tage waren fast vorüber, als einige Juden aus der Provinz Asien Paulus im Tempel sahen und eine Meute gegen ihn aufhetzten. Sie packten ihn und schrien: Männer Israels, helft uns! Dies ist der Mann, der gegen unser Volk lehrt und alle veranlasst, die jüdischen Gesetze zu missachten. Er äußert sich gegen den Tempel und er entweiht ihn sogar, indem er Nichtjuden in den Tempel hereinbringt. Er entweiht diese heilige Stätte. Sie hatten ihn nämlich kurz zuvor mit dem Nichtjuden Trophimus aus Ephesus in der Stadt gesehen und angenommen, Paulus hätte ihn in den Tempel mitgebracht. Durch diese Anschuldigungen geriet die gesamte Bevölkerung der Stadt in Bewegung und es kam zu großen Unruhen. Sie zerrten Paulus aus dem Tempel und schlossen hinter ihm sofort die Tore. Als sie versuchten, ihn zu töten, erfuhr der Befehlshaber des römischen Regiments, dass ganz Jerusalem in Aufruhr war. Sofort ließ er seine Soldaten und Offiziere kommen und rannte in die Menge hinaus. Als die Meute den Befehlshaber und die Truppen kommen sah, hörten sie auf, Paulus zu schlagen. Der Befehlshaber verhaftete ihn und ließ ihn mit zwei Ketten fesseln. Dann fragte er die Menge, wer dieser Mann denn sei und was er getan habe. Die einen riefen dies, die anderen jenes. In all dem Geschrei und Durcheinander konnte er die Wahrheit nicht ermitteln, also befahl er, Paulus in die Kaserne in der Burg zu bringen. Als sie die Treppe erreichten, wurde die Meute so gewalttätig, dass die Soldaten Paulus auf ihre Schultern heben mussten, um ihn zu schützen. Die Menge folgte hinterher und rief: Weg mit ihm, weg mit ihm! Du verstehst Griechisch? Bist du denn nicht der Ägypter, der vor einiger Zeit einen Aufstand anzettelte und 4000 Mitglieder jener Mörderbande in die Wüste führte? Ich bin ein Jude aus Tarsus in Zilizien. Ein Bürger aus einer bedeutenden Stadt.
Bitte lass mich zu diesen Leuten sprechen. Der Befehlshaber stimmte zu, und so stellte sich Paulus auf die Treppe und winkte den Leuten, still zu sein. Bald herrschte tiefes Schweigen in der Menge, und er sprach sie in ihrer Muttersprache Aramäisch an. Brüder und verehrte Väter, hört doch, was ich zu meiner Verteidigung zu sagen habe. Als sie ihn in ihrer eigenen Sprache reden hörten, wurde es noch stiller. Ich bin ein Jude und wurde in der Stadt Tarsus in Zilizien geboren. Aber aufgewachsen bin ich hier, in Jerusalem. Unter Gamaliel erzogen, lernte ich zu seinen Füßen, unsere jüdischen Gesetze und Bräuche genau zu befolgen. Ich entwickelte großen Eifer darin, Gott in all meinem Tun zu ehren, genauso wie ihr es heute alle tut. Und ich verfolgte die Anhänger des neuen Weges, einige jagte ich in den Tod. Andere, ob Mann oder Frau, habe ich fesseln lassen und ins Gefängnis stecken lassen. Das können der Hohepriester und der ganze Leiterrat bezeugen. Denn von ihnen erhielt ich Briefe an unsere jüdischen Brüder in Damaskus, die mir die Vollmacht gaben, die dortigen Christen als Gefangene in Ketten nach Jerusalem abzuführen, um bestraft zu werden. Um die Mittagszeit, als ich unterwegs war und mich Damaskus näherte, umstrahlte mich plötzlich ein sehr helles Licht vom Himmel. Ich stürzte zu Boden und hörte eine Stimme zu mir sagen: Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Herr, wer bist du? Fragte ich. Ich bin Jesus von Nazareth, der, den du verfolgst, Saulus, antwortete er. Meine Begleiter sahen das Licht auch, aber sie hörten nicht die Stimme dessen, der auf diese Weise mit mir sprach. Was soll ich jetzt tun, Herr, sagte ich. Steh auf, erwiderte der Herr, und geh nach Damaskus. Dort wird man dir alles sagen, was du tun sollst. Meine Begleiter führten mich an der Hand nach Damaskus, weil ich inzwischen durch das intensive Licht erblindet war. Ein Mann namens Hananias kam zu mir. Er war jemand, der sich gottesfürchtig an das Gesetz hielt und unter den Juden in Damaskus hohes Ansehen genoss. Er kam also an meine Seite und sagte: Bruder Saulus, werde wiedersehen. Und noch in derselben Stunde konnte ich den Mann sehen. Dann sagte er: Der Gott unserer Vorfahren hat dich erwählt, seinen Willen zu kennen und den Gerechten zu sehen und die Worte zu hören, die aus seinem Munde kommen. Du sollst seine Botschaft überall hinbringen und der Welt sagen, was du gesehen und gehört hast. Was zögerst du jetzt noch? Steh auf. Steh auf und lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, indem du den Namen des Herrn anrufst. Eines Tages, nachdem ich nach Jerusalem zurückgekehrt war, ich betete gerade im Tempel, fiel ich in eine Art Trance. Ich sah Jesus in einer Vision. Schnell, sagte er zu mir, verlasse Jerusalem, denn die Menschen hier werden dir nicht glauben, wenn du mich ihnen bezeugst. Ich sagte aber, Herr, sie wissen ganz bestimmt, dass ich in jeder Synagoge alle, die an mich glaubten, geschlagen und verhaftet habe. Und als dein Zeuge Stephanus getötet wurde, stand ich daneben und gab meine Zustimmung. Ja, ich verwahrte sogar die Mäntel derer, die ihn steinigten. Doch der Herr sagte zu mir, geh, denn ich werde dich weit, weit weg zu den Nichtjuden senden. Die Menge hörte zu, bis Paulus zu diesem Wort kam. Dann schrien sie wie aus einem Mund, tötet ihn, weg mit ihm! Er verdient es nicht, weiter zu leben! Sie schrien, warfen ihre Mäntel ab und wirbelten mit den Fäusten Staub in die Luft. Der Befehlshaber führte Paulus hinein und befahl, ihn auszupeitschen, um ihn zu einem Geständnis seines Verbrechens zu zwingen. Er wollte herausfinden, was die Menge so in Rage versetzt hatte.
Als sie Paulus festbanden, um ihn auszupeitschen, sagte Paulus zu dem Offizier, der daneben stand: Ist es etwa legal für euch, einen römischen Bürger ohne Gerichtsverhandlung und Urteil auszupeitschen? Da ging der Offizier zum Befehlshaber, um ihm Bericht zu erstatten. Was machst du denn da? Dieser Mann ist römischer Bürger. Daraufhin ging der Befehlshaber hinüber und fragte Paulus: Sag mir, bist du ein römischer Bürger? Ja, ganz gewiss. Der Befehlshaber murrte: Ich auch. Ich habe dafür ein Vermögen bezahlt. Aber ich bin Bürger durch Geburt. Die Soldaten, die Paulus verhören wollten, zogen sie schnell zurück, als sie hörten, dass er römischer Bürger war. Und der Befehlshaber bekam es mit der Angst zu tun, weil er ihn hatte fesseln lassen. Am nächsten Tag ließ der Befehlshaber Paulus die Ketten abnehmen und ordnete die Einberufung der führenden Priester zusammen mit dem jüdischen Hohen Rat an. Ihnen ließ er Paulus vorführen, um herauszufinden, was eigentlich das Problem war. Paulus schaute den Hohen Rat mit festem Blick an und begann: Meine Brüder, ich habe bis zum heutigen Tag immer mit gutem Gewissen vor Gott gelebt. Sofort befahl der hohe Priester Hananias denen, die neben Paulus standen, ihm auf den Mund zu schlagen. Doch Paulus erwiderte: Gott wird dich schlagen, du getünchte Wand! Was für ein Richter bist du denn, wenn du selbst das Gesetz brichst, indem du mich so schlagen lassen willst? Die, die neben Paulus standen, sagten zu ihm: Du unterstehst dich so, mit Gottes hohen Priester zu sprechen. Ich bedauere es. Es war mir nicht bewusst, dass er der hohe Priester ist. Denn in den Schriften steht, spricht nicht schlecht von jemandem, der über dir steht. Paulus wusste, dass einige Mitglieder des Hohen Rats Sadduzäer und andere Pharisäer waren. Deshalb rief er: Meine Brüder, ich bin ein Pharisäer, wie schon alle meine Vorfahren es waren. Und ich stehe als solcher hier unter Anklage, weil ich auf die Auferstehung der Toten hoffe? Darauf spaltete sich der Rat, die Pharisäer gegen die Sadduzäer. Denn die Sadduzäer sagen, dass es weder eine Auferstehung noch Engel oder Geist gibt, während die Pharisäer an all das glauben. Und so kam es zu einem lauten Streit. Einige Lehrer des religiösen Gesetzes, die Pharisäer waren, sprangen auf und argumentierten, dass Paulus recht habe. Wir können nichts Falsches an dem Mann finden. Vielleicht hat wirklich ein Geist oder ein Engel zu dem Mann gesprochen. Das Geschrei wurde immer lauter und die Männer packten Paulus von beiden Seiten und zerrten ihn hin und her. Als der Befehlshaber schließlich befürchtete, sie könnten Paulus in Stücke reißen, befahl er seinen Soldaten, ihn herauszuholen und in die Kaserne zu bringen. In dieser Nacht erschien der Herr Paulus und sagte: Sei zuversichtlich, Paulus. Genauso wie du den Menschen hier in Jerusalem von mir erzählt hast, musst du die gute Nachricht auch in Rom predigen. Am nächsten Morgen traf ich eine Gruppe Juden, die sich mit einem Eid verpflichteten, weder zu essen noch zu trinken, bis sie Paulus getötet hätten. Es waren über 40 Juden. Sie gingen zu den führenden Priestern und anderen Leitern und berichteten, was sie getan hatten. Wir haben uns unter Eid verpflichtet, weder zu essen noch zu trinken, bis wir Paulus getötet haben. Also, ihr und der Hohe Rat solltet den Befehlshaber bitten, Paulus noch einmal dem Rat vorzuführen. Tut so, als wolltet ihr den Fall noch genauer untersuchen. Wir werden ihn dann töten, bevor er hier eintrifft. Doch, Paulus Neffe erfuhr von ihrem Plan, ging zur Kaserne und informierte Paulus. Paulus rief einen der Offiziere und sagte: Führt diesen Mann zum Befehlshaber, er hat ihm etwas Wichtiges zu berichten. Und das machte der Offizier. Er erklärte: Paulus, der Gefangene, rief mich und er bat mich, diesen jungen Mann zu dir zu bringen, weil er dir etwas zu berichten hat. Der Befehlshaber nahm den jungen Mann am Arm, führte ihn zur Seite und fragte: Was also hast du mir Wichtiges zu sagen? Er sagte: Einige Juden werden dich bitten, Paulus morgen noch einmal dem jüdischen Hohen Rat vorzuführen. Und zwar unter dem Vorwand, genauere Informationen über ihn zu ermitteln.
Lass das aber nicht zu, denn mehr als 40 Männer werden sich am Weg verstecken, um sich auf ihn zu stürzen und ihn zu töten. Sie haben den Eid geschworen, nichts zu essen oder zu trinken, bis sie ihn getötet haben. Sie stehen bereit und rechnen damit, dass du ihnen ihre Bitte gewährst. Der Befehlshaber warnte den jungen Mann noch, bevor er ihn entließ. Lass keine Menschenseele wissen, dass du mir das gesagt hast. Dann rief er zwei seiner Offiziere und ordnete an, haltet 200 Soldaten, 200 Speerwerfer und 70 Reiter bereit, heute Abend um 9 Uhr nach Caesarea aufzubrechen. Stellt 3 Pferde für Paulus zur Verfügung und bringt ihn sicher zum Gouverneur Felix. Da schrieb er folgenden Brief an den Gouverneur. Von Claudius Lysias an seine Exzellenz, den Gouverneur Felix, mit besten Grüßen. Dieser Mann fiel einigen Juden in die Hände und sie wollten ihn gerade töten, als ich mit den Truppen hinzukam. Als ich erfuhr, dass er ein römischer Bürger ist, brachte ich ihn in Sicherheit. Dann führte ich ihn ihrem Hohen Rat vor, um herauszufinden, was er denn getan hatte. Ich stellte rasch fest, dass es um irgendeine Frage ihres religiösen Gesetzes ging. Gewiss nichts, was der Verhaftung oder des Todes würdig wäre. Doch als ich von einem Mordanschlag gegen ihn erfuhr, schickte ich ihn sofort zu dir. Ich habe seinen Anklägern gesagt, sie sollen mit ihren Anschuldigungen zu dir kommen. Noch in derselben Nacht, wie es ihnen befohlen war, brachten die Soldaten Paulus bis Antipatris. Am nächsten Morgen kehrten sie zur Kaserne zurück, während die Reiter ihn nach Caesarea brachten. Als sie dort ankamen, führten sie Paulus dem Gouverneur Felix vor und überreichten den Brief. Er las ihn und fragte Paulus dann, aus welcher Provinz er stamme. Aus Cilicien, antwortete Paulus. Der Gouverneur teilte ihm mit. Ich werde mir deinen Fall selbst vornehmen, wenn deine Ankläger eintreffen. Dann befahl er Paulus, bis dahin im Gefängnis in Herodes Hauptquartier zu verwahren. Fünf Tage später traf der hohe Priester Hananias mit einigen jüdischen Leitern und dem Anwalt Tertullus ein, um gegen Paulus Anklage zu erheben. Als Paulus hereingerufen wurde, erhob Tertullus in folgender Rede vor dem Gouverneur Anklage gegen ihn. Du hast uns Juden für eine große Weile Frieden verschafft. Und Exzellenz, du hast Reformen durchgeführt, überall und in jeder Form, das möchte ich betonen. Und für all das sind wir dir sehr dankbar. Aber um dich nicht noch weiter zu langweilen, bitte ich nur einen Augenblick um deine freundliche Aufmerksamkeit, um uns kurz anzuhören. Denn wir haben festgestellt, dass er ein Unruhestifter ist, der überall in der Welt die Juden zu Rebellionen gegen die römische Regierung aufhetzt. Er ist einer der Redelsführer der Sekte, die als Nazarener bekannt sind. Außerdem hat er versucht, den Tempel zu entweihen. Und wir haben ihn verhaftet. Indem du ihn selbst verhörst, wirst du überprüfen können, ob alle Anklagen, die wir vorbringen, der Wahrheit entsprechen. An dieser Stelle pflichteten die anderen Juden ihm bei und erklärten alles für wahr, was Tertullus behauptet hatte. Nun war Paulus an der Reihe. Ich weiß ja, dass du schon seit vielen Jahren Richter über jüdische Angelegenheiten bist, so verteidige ich meine Sache voll Zuversicht. Du kannst ohne weiteres feststellen, dass es nicht mehr als 12 Tage her ist, seit ich mit dem Schiff in Jerusalem ankam, um im Tempel anzubeten. Ich stritt mit niemandem im Tempel, noch habe ich in irgendeiner Synagoge oder auf den Straßen der Stadt einen Aufruhr angezettelt. Diese Männer können mit Sicherheit nicht beweisen, was sie gegen mich vorbringen. Ich gebe allerdings zu, dass ich wahrhaftig dem Gott unserer Väter diene, indem ich dem Weg folge, den sie Sekte nennen. Ich glaube fest an das jüdische Gesetz und an alles, was in den prophetischen Büchern steht. Genau wie diese Männer hoffe ich in Gott darauf, dass er sowohl die Gerechten als auch die Gottlosen auferwecken wird. Und aus diesem Grund versuche ich immer, mir vor Gott und den Menschen ein reines Gewissen zu bewahren. Nachdem ich mehrere Jahre fort war, kehrte ich zurück nach Jerusalem, um meinem Volk Geld zur Unterstützung zu bringen und Gott Opfer darzubringen. Ich war gerade dabei, eine Reinigungszeremonie zu erfüllen, als mich meine Ankläger im Tempel sahen. Es war keine Menge um mich her und ich war in keiner Weise in irgendeinen Aufstand verwickelt. Aber
Es waren einige Juden aus der Provinz Asien dort. Und Sie sollten eigentlich hier sein, um Anklage zu erheben, wenn Sie mir etwas vorzuwerfen haben. Frage doch die Männer, die hier sind, welches Unrecht man bei mir festgestellt hat, während ich vor dem Hohen Rat stand. Da war nur die eine Aussage, die ich am Ende der Anhörung ausrief. Nur der Umstand, dass ich an die Auferstehung von den Toten glaube, ist der Grund dafür, dass ich heute bei euch vor Gericht stehe. Felix, der mit dem neuen Weg recht gut vertraut war, vertagte die Anhörung und sagte: Wartet, bis Lysias, der Befehlshaber, eintrifft. Dann werde ich den Fall entscheiden. Er gab einem Offizier Anweisung, Paulus zwar in Gewahrsam zu halten, jedoch in leichter Haft, seinen Freunden Besuche bei ihm zu erlauben und für seine Bedürfnisse zu sorgen. Ein paar Tage später kam Felix mit seiner Frau Drusilla, die Jüdin war. Sie ließen Paulus holen und hörten sich an, was er ihnen vom Glauben an Christus Jesus erzählte. Als Paulus dann mit ihnen über Gerechtigkeit, Selbstbeherrschung und das kommende Gericht diskutierte, kriegte Felix es mit der Angst zu tun. Für den Augenblick kannst du gehen, entgegnete er. Zu einem passenderen Zeitpunkt werde ich dich dann wiederholen lassen. Er hoffte außerdem, dass Paulus ihm Bestechungsgeld anbieten würde. Deshalb ließ er ihn ziemlich oft holen und unterhielt sich mit ihm. So vergingen 2 Jahre und Felix wurde abgelöst von Portius Festus. Und weil Felix sich bei den jüdischen Leitern beliebt machen wollte, ließ er Paulus im Gefängnis. Drei Tage nachdem Festus in Caesarea angekommen war, um seine neuen Amtsgeschäfte zu übernehmen, brach er nach Jerusalem auf, wo die führenden Priester und andere jüdische Leiter ihn trafen und ihre Anklagen gegen Paulus vorbrachten. Sie baten Festus um die Gefälligkeit, Paulus nach Jerusalem zu überstellen. Ihr Plan war, ihm dabei unterwegs einen Hinterhalt zu legen und ihn zu töten. Festus erwiderte: Paulus befindet sich in Caesarea und auch ich selbst kehre bald dorthin zurück. Wer von euch dazu bevollmächtigt ist, kann mit mir zurückkehren und dort seine Anschuldigungen vorbringen. Falls er Unrechtes getan hat, dieser Paulus. Acht oder 10 Tage später kehrte er nach Caesarea zurück und am folgenden Tag begann Paulus' Prozess. Als Paulus vor Gericht erschien, versammelten sich die jüdischen Leiter aus Jerusalem und erhoben viele schwerwiegende Anklagen, die sie allerdings nicht beweisen konnten. Paulus wies die Anschuldigungen zurück. Ich habe keinen Verstoß gegen die jüdischen Gesetze begangen. Auch nicht gegen den Tempel und auch nicht gegen den Kaiser. Da Festus sich bei den Juden beliebt machen wollte, fragte er ihn: Bist du bereit, nochmal zurückzukehren nach Jerusalem und dich dort meinem Gericht zu stellen? Antworte. Nein, weil dies hier der offizielle römische Gerichtshof ist und der hat über meinen Fall zu entscheiden. Du weißt doch ganz genau, dass ich nicht schuldig bin. Wenn ich etwas getan habe, was die Todesstrafe verdient, dann weigere ich mich nicht zu sterben. Doch sollten die von den Juden gegen mich erhobenen Anklagen ungerechtfertigt sein, hast weder du noch sonst jemand das Recht, mich denen auszuliefern. Ich berufe mich auf den Kaiser. Festus hielt Rücksprache mit seinen Beratern und erwiderte dann: Du berufst dich auf den Kaiser, dann sollst du auch zum Kaiser gehen. Einige Tage später traf König Agrippa mit seiner Schwester Berenike zu einem Antrittsbesuch bei Festus ein. Während ihres mehrtägigen Aufenthalts erörterte Festus Paulus' Angelegenheit mit dem König, der sagte: Es gibt hier einen Gefangenen, dessen Fall Felix mir hinterlassen hat. Ich war derzeit in Jerusalem. Die führenden Priester und andere jüdische Leiter brachten schwere Beschuldigungen gegen ihn vor und ich sollte ihn verurteilen. Ich habe ihnen natürlich sofort klargemacht, dass nach römischem Gesetz niemand ohne Prozess verurteilt wird. Jeder erhält zuvor die Gelegenheit, sich vor seinen Beschuldigern zu verteidigen. Als sie zum Prozess hierher kamen, habe ich gleich am nächsten Tag den Gerichtshof einberufen. Ich habe den Gerichtshof einberufen und die Männer beordert, Paulus vorzuführen.
Doch die Anklagen, die gegen ihn erhoben wurden, hatten nichts zu tun mit einem Verbrechen, wie ich es erwartet hatte. In dem Disput, den sie mit ihm hatten, ging es nur um ihre eigene Religion. Es ging um einen gestorbenen Mann namens Jesus, von dem Paulus sagt, er sei vom Tode auferstanden. Das brachte mich in Verlegenheit, wie in einem solchen Fall zu verfahren ist. Und ich fragte ihn, ob er bereit wäre, sich in Jerusalem wegen dieser Anklagen vor Gericht stellen zu lassen. Als Paulus sich dann aber auf den Kaiser berief, befahl ich, ihn wieder ins Gefängnis zu stecken, bis ich die nötigen Vorbereitungen getroffen hätte, ihn hinzuschicken zum Kaiser. Diesen Mann würde ich mir gern selbst einmal anhören. Gleich morgen soll das geschehen. So erschienen Agrippa und Berenike am nächsten Tag mit großem Prunk in Begleitung der führenden Militärs und der prominenten Männer der Stadt im Auditorium. Festus befahl, Paulus vorzuführen. Festus erklärte: König Agrippa und alle Anwesenden, dies ist der Mann, dessen Tod die jüdische Menge mit Nachdruck von mir fordert. Die aus Jerusalem und auch die hier aus Caesarea. Sie alle schreien nach seinem Tod. Meiner Meinung nach hat er jedoch nichts getan, was die Todesstrafe verdient. Er berief sich jedoch mit seinem Fall auf den Kaiser. Und ich beschloss, ihn dorthin zu schicken. Doch was soll ich dem Kaiser schreiben? Denn es liegt keine wirkliche Klage gegen ihn vor. Deshalb ließ ich ihn euch allen und besonders dir, König Agrippa, vorführen, damit ich nach unserer Untersuchung irgendetwas zu schreiben habe. Denn es erscheint mir unsinnig, einen Inhaftierten zum Kaiser zu schicken, ohne genau zu erklären, welche Anklage eigentlich gegen ihn vorliegt. Es ist dir erlaubt, dich selbst zu verteidigen. Mit einer Geste seiner Hand begann Paulus seine Verteidigung. König Agrippa, ich schätze mich glücklich, dass ich vor dir stehe und gerade dir meine Verteidigung gegen all diese Anschuldigungen durch die jüdischen Leiter vortragen kann. Denn ich weiß, dass du dich sehr gut auskennst mit jüdischen Bräuchen und Kontroversen. Deshalb bitte ich dich, hör mich mit Geduld an. Wie die jüdischen Leiter sehr wohl wissen, wurde ich von frühester Kindheit an nach jüdischer Tradition erzogen. Ich habe unter meinem eigenen Volk danach gelebt und genauso später in Jerusalem. Sie kennen mich lange genug. Wenn Sie es vielleicht auch nicht zugeben, wissen Sie doch genau, dass ich zu der strengsten Gruppierung unserer Religion gehörte, als Mitglied der Pharisäer. Und nur, weil ich die Erfüllung der Verheißung, die Gott unseren Vorfahren gab, erwarte, stehe ich am heutigen Tag vor Gericht. Das genau ist die Verheißung, die unsere 12 Stämme Israels erfüllt wissen wollen und weswegen sie Gott Tag und Nacht anbeten. O König, diese Hoffnung, die ich mit Ihnen teile, ist das, was die Juden mir vorwerfen. Warum sollte es denn irgendeinem von euch unglaublich erscheinen, dass Gott die Toten auferwecken kann? Auch ich glaubte früher, nach Kräften alles unternehmen zu müssen, um den Nachfolgern des Jesus von Nazareth Widerstand zu leisten. Von den jüdischen Leitern bevollmächtigt, veranlasste ich die Verhaftung vieler Gläubigen in Jerusalem. Und wenn sie zum Tode verurteilt wurden, stimmte ich gegen sie. Oft ging ich von der einen Synagoge zur anderen, um sie auspeitschen zu lassen. Denn ich wollte sie unbedingt dazu bringen, Christus zu verfluchen. In meiner Wut verfolgte ich sie sogar bis in ferne Städte im Ausland, um sie zu bekämpfen. Eines Tages war ich auf einer solchen Mission unterwegs nach Damaskus, mit der Vollmacht und im Auftrag der führenden Priester. Etwa gegen Mittag, Exzellenz, als ich unterwegs war, fiel ein Licht aus dem Himmel, strahlender als die Sonne, auf mich und meine Begleiter. Wir stürzten alle zu Boden und ich hörte, wie eine Stimme auf Aramäisch zu mir sagte: Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Es ist schwer für dich, gegen meinen Willen anzukämpfen. Wer bist du, Herr? Fragte ich. Ich bin Jesus, den du verfolgst.
antwortete der Herr. Jetzt steh auf die Beine. Denn ich bin dir erschienen, weil ich dich einsetzen will, als meinen Diener und als meinen Zeugen. Du sollst der Welt von dieser Erfahrung und von anderen Situationen erzählen, in denen ich dir erscheinen werde. Und ich werde dich vor deinem eigenen Volk beschützen, als auch vor den Nichtjuden. Ich werde dich zu den Nichtjuden schicken, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich von der Finsternis zum Licht und aus der Macht Satans zu Gott bekehren. Dann werden sie Vergebung für ihre Sünden empfangen und einen Platz in Gottes Volk, alle die, die durch den Glauben an mich ausgesondert sind. Und so, o König Agrippa, war ich ihr nicht ungehorsam dieser Vision aus dem Himmel. Ich habe zuerst den Juden in Damaskus, dann den Juden in Jerusalem und in ganz Judäa und dann auch den Nichtjuden gepredigt, dass alle sich von ihren Sünden abwenden und zu Gott bekehren müssen und durch ihr gutes Handeln beweisen sollen, dass sie ihr Leben geändert haben. Weil ich dies predigte, verhafteten mich einige Juden im Tempel und versuchten mich zu töten. Aber Gott hat mich vor all dem beschützt und so lebe ich heute noch. Und so stehe ich hier, diese Tatsachen zu berichten, den Kleinsten und dem Größten. Aber ich lehre ausnahmslos nur das, was die Propheten und Mose vorausgesagt haben, dass der Messias leiden würde und als erster von den Toten auferstehen würde. Als Licht für das jüdische Volk genauso wie für die Nichtjuden. Ach, du bist ja verrückt, Paulus. Das viele Studieren hat dir wohl den Verstand geraubt. Ehrwürdiger Festus, ich bin nicht verrückt. Nein, was ich sage, ist die reine Wahrheit. Und König Agrippa weiß über diese Dinge Bescheid. Ich bin ganz offen. Denn ich bin sicher, dass Ihnen diese Ereignisse alle wohl bekannt sind. Sie haben sich ja nicht in einem versteckten Winkel ereignet. König Agrippa, glaubst du den Propheten? Ich weiß, du tust es. Deine Worte achte ich, aber kannst du denn wirklich glauben, dass du mich so leicht zum Christen machen könntest? Ob nun leicht oder nicht, jedenfalls bete ich zu Gott, dass sowohl du als auch jeder, der mir hier zugehört hat, das werden möge, was ich bin. Aber ohne diese Ketten. Da standen der König, der Gouverneur, Berenike und alle anderen auf und gingen. Als sie über die Angelegenheit sprachen, waren sie sich einig. Dieser Mann hat nichts getan, was eine Todes- oder Gefängnisstrafe verdient hätte. Der Mann könnte eigentlich freigelassen werden, wenn er sich nicht auf den Kaiser berufen hätte. Dann war es Zeit, Segel zu setzen, um nach Italien zu fahren. Paulus und mehrere andere Gefangene wurden einem Militäroffizier namens Justus, einem Würdenträger, der kaiserlichen Garde in Gewahrsam gegeben. Wir bestiegen ein Schiff aus Adramyttion. Es war unterwegs, um mehrere Häfen an der Küste der Provinz Asiens anzulaufen. So stachen wir dann in See und auch Aristarch, ein Mazedonier aus Thessalonich, begleitete uns. Als wir am nächsten Tag in Sidon anlegten, gestattete Julius Paulus freundlicherweise, an Land zu gehen und Freunde zu besuchen, damit sie ihn mit dem Nötigen versorgen konnten. Nachdem wir von dort wieder in See gestochen waren, segelten wir nördlich von Zypern zwischen der Insel und dem Festland durch. Denn wir hatten durch starke Gegenwind die Schwierigkeiten, den Kurs zu halten. Wir fuhren die Küste der Provinzen Cilicien und Pamphylien entlang und machten in Myra in der Provinz Lycien Halt. Dort fand der Offizier ein Schiff aus Alexandrien, das unterwegs war nach Italien, und brachte uns an Bord. Mehrere Tage lang hatten wir eine ziemlich raue See und kamen nach großen Schwierigkeiten endlich in die Nähe von Knidos. Aber wir konnten nicht Kurs halten, weil uns der Wind entgegenwehte, und so segelten wir zur Südseite Kretas vorbei am Kap von Salmone. Mit Mühe kämpften wir uns an der Küste entlang. Es war wirklich schwierig. Und dann kamen wir an einem Hafen in der Nähe der Stadt Lasea an. Mittlerweile hatten wir viel Zeit verloren. Das Wetter wurde allmählich zu gefährlich für längere Reisen, da es schon spät im Herbst war. Und Paulus sprach mit den Schiffsoffizieren darüber. Ich glaube, wenn wir jetzt aufbrechen, bekommen wir große Schwierigkeiten. Schiff und Fracht könnten uns verloren gehen. Unser Leben wäre auch in Gefahr. Doch der Offizier, der für die Gefangenen verantwortlich war, hörte mehr auf den Kapitän und den Schiffseigner als auf Paulus.
Und da der Hafen zum Überwintern ungeeignet war, wollte die Mehrheit der Besatzung weiter an der Küste Kretas entlang nach Phönix segeln und den Winter dort verbringen. Phönix war ein guter Hafen, der sich nur nach Südwest und Nordwest öffnete. Als sich dann ein leichter Südwind erhob, dachten die Seeleute, sie könnten es schaffen. Also lichteten sie den Anker und segelten in Küstennähe weiter. Doch plötzlich schlug das Wetter um und ein Wind aus Nordost mit der Kraft eines Taifuns erfasste das Schiff und trieb es hinaus aufs Meer. Als es ihnen nicht gelang, das Schiff in den Wind zu drehen, gaben sie auf und ließen es treiben. Wir segelten südlich an einer kleinen Insel namens Kauda vorbei, wo wir mit großer Mühe das Rettungsboot an Bord hieften, das wir im Schlepptau mitführten. Dann spannten wir Seile um das Schiff, um den Rumpf zu sichern. Die Seeleute hatten Angst, zu den Sandbänken der Syrte vor der afrikanischen Küste getrieben zu werden. Deshalb warfen sie Treibanker aus, um langsamer zu treiben. Am nächsten Tag, als stürmische Winde das Schiff weiter bedrängten, begann die Besatzung, die Fracht über Bord zu werfen. Am folgenden Tag warfen sie sogar die Schiffsausrüstung und alles andere, was ihnen in die Finger kam, über Bord. Der schreckliche Sturm tobte tagelang ohne nachzulassen und verdunkelte Sonne und Sterne, bis schließlich sämtliche Hoffnungen verflogen waren. Seit langem hatte niemand mehr etwas gegessen. Schließlich holte Paulus die Besatzung zusammen und sagte: Männer, ihr hättet von Anfang an auf mich hören sollen. Hättet ihr den Hafen von Lasea nicht verlassen, dann wäre euch all dieser Schaden und Verlust erspart geblieben. Aber ich sage euch, seid trotzdem zuversichtlich. Keiner von euch wird sein Leben verlieren. Nur das Schiff wird untergehen. Denn letzte Nacht stand ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, neben mir und sagte: Du brauchst dich nicht zu fürchten, Paulus. Denn du wirst auf jeden Fall vor dem Kaiser vor Gericht stehen. Und darüber hinaus hat Gott in seiner Güte auch jedem Sicherheit gewährt, der mit dir segelt. Nehmt euren Mut zusammen, Männer, denn ich vertraue Gott. Es wird genauso kommen, wie er es versprochen hat. Aber trotzdem werden wir vor einer Insel Schiffbruch erleiden. In der 14. Nacht dieses Sturms spürten die Seeleute um Mitternacht, dass Land in der Nähe war. Sie warfen das Lot und stellten fest, dass das Wasser nur 37 Meter tief war. Etwas weiter warfen sie das Lot noch einmal und maßen kaum 28 Meter. Bei dieser Entwicklung befürchteten sie, wir könnten bald auf die Felsbänke vor der Küste auflaufen. Deshalb warfen sie am Heck 4 Anker aus und hofften auf das Tageslicht. Dann versuchten die Seeleute, das Schiff zu verlassen. Sie ließen das Rettungsboot hinab, als wollten sie den Buganker ausbringen. Da seht! Die See wird immer steiler! Aber Paulus sagte zum befehlshabenden Offizier und den Soldaten: Wenn die Seeleute nicht an Bord bleiben, werdet ihr alle sterben! Da kappten die Soldaten die Seile des Rettungsbootes und ließen es ins Meer fallen. Als das Morgenlicht heraufdämmerte, bat Paulus alle, etwas zu essen. Er sagte: In den letzten 14 Tagen, wo ihr mit der See gekämpft habt, habt ihr gar nichts mehr gegessen, ihr habt keine Nahrung angerührt. Ich kann euch nur raten, jetzt etwas zu essen. Es ist zu eurem eigenen Wohl. Denn es wird euch nicht ein einziges Haar gekrümmt werden. Dann nahm er etwas Brot, dankte Gott vor ihnen allen, brach ein Stück ab und aß es. Da fasste jeder neuen Mut und alle 276 Leute, die wir an Bord waren, begannen zu essen. Nachdem sie gegessen hatten, warfen die Seeleute weiteren Ballast vom Schiff, indem sie die Getreidefracht über Bord hieften. Als der Morgen angebrochen war, erkannten sie die Küstenlinie nicht, aber sie bemerkten eine Bucht mit einem Strand und überlegten, ob sie wohl zwischen die Felsen gelangen und das Schiff sicher an die Küste manövrieren konnten. Also kappten sie die Anker und ließen sie im Meer.
Dann tauchten sie die Ruder ins Wasser, hissten das Vorsegel und steuerten auf die Küste zu. Doch das Schiff lief auf eine Sandbank auf. Der Bug saß fest, während das Heck durch die starken Wellen hin und her gerissen wurde, sodass das Schiff auseinanderzubrechen begann. Die Soldaten wollten die Gefangenen töten, um sicherzustellen, dass sie nicht ans Ufer schwimmen und entfliehen konnten. Aber der befehlshabende Offizier wollte Paulus verschonen und hinderte sie daran, diesen Plan in die Tat umzusetzen. Dann ließ er alle, die schwimmen konnten, zuerst über Bord springen und sich an Land bringen, während er die anderen aufforderte, es mit Planken und Bruchstücken des zerbrochenen Schiffes zu versuchen. So gelangten alle sicher ans Ufer. Als wir gerettet waren, erfuhren wir, dass wir uns auf der Insel Malta befanden. Die Inselbewohner begegneten uns sehr freundlich. Da es kalt und regnerisch war, zündeten sie an der Küste ein Feuer an, um uns zu begrüßen und damit wir uns aufwärmen konnten. Als Paulus gerade einen Arm voll Reisig gesammelt hatte, das er ins Feuer legte, verbiss sich eine Schlange aufgescheucht durch die Hitze in seine Hand. Die Inselbewohner sahen die Schlange an seiner Hand hängen und sagten sich: Der ist bestimmt ein Mörder. Obwohl er dem Meer entkommen ist, lässt die Gerechtigkeit ihn doch nicht länger leben. Doch Paulus schüttelte die Schlange ins Feuer und es geschah ihm nichts. Die Leute erwarteten, dass er jeden Augenblick anschwellen oder plötzlich tot umfallen würde. Doch als sie längere Zeit gewartet hatten und sahen, dass ihm nichts geschah, änderten sie ihre Meinung und folgerten, dass er wohl ein Gott sein müsse. In der Nähe der Küste, wo wir gelandet waren, befand sich ein Anwesen, das Publius gehörte, dem angesehensten Mann der Insel. Er hieß uns herzlich willkommen und versorgte uns 3 Tage lang. Da geschah es, dass Publius' Vater an Fieber und Ruhr erkrankte. Paulus ging zu ihm hinein und als er für ihn betete und ihm die Hände auflegte, wurde er geheilt. Daraufhin kamen alle anderen Kranken der Insel herbei und wurden ebenfalls geheilt. Dann überhäuften sie uns mit Ehre. Und bei der Abfahrt schafften die Einwohner alle möglichen Dinge an Bord, die wir brauchen konnten. Nach 3 Monaten setzten wir die Segel auf einem Schiff, das überwintert hatte auf der Insel. Wieder ein alexandrisches Schiff mit den römischen Zwillingsgöttern Castor und Pollux als Galionsfigur. Unser erster Zwischenstopp war Syrakus, wo wir 3 Tage blieben. Von dort aus segelten wir dann hinüber nach Rhegion. Ein Südwind, der sich am nächsten Tag erhob, brachte uns die Küste hinauf nach Puteoli. Dort trafen wir einige Gläubige, die uns einluden, eine Woche bei ihnen zu bleiben. Und so kamen wir nach Rom. Die Gläubigen in Rom hatten schon gehört, dass wir uns näherten und kamen uns beim Forum an der Appischen Straße entgegen. Andere schlossen sich uns bei den 3 Tavernen an. Als Paulus sie sah, dankte er Gott und fasste neuen Mut. Als wir in Rom eintrafen, wurde Paulus eine eigene private Unterkunft erlaubt, allerdings bewacht von einem Soldaten. 3 Tage nach Paulus' Ankunft rief er die örtlichen Leiter der Juden zusammen. Als sie alle versammelt waren, sagte Paulus zu ihnen: Brüder, obwohl ich nichts gegen unser Volk oder gegen die Bräuche unserer Vorfahren getan habe, wurde ich verhaftet in Jerusalem und der römischen Regierung überliefert. Die haben mich verhört und wollten mich eigentlich freilassen, weil sie mich keines Verbrechens für schuldig befanden, das die Todesstrafe verdient hätte. Aber als die jüdischen Leiter protestierten, sah ich mich gezwungen, mich auf den Kaiser zu berufen, obwohl ich in keiner Weise vorhatte, irgendwelche Klagen gegen mein eigenes Volk vorzubringen. Ich habe euch hierher gebeten, damit wir uns kennenlernen können und ich euch erzählen kann, dass ich meine Kette trage, weil ich glaube, dass die Hoffnung Israels, der Messias, bereits erschienen ist. Sie erwiderten: Wir haben keine Briefe aus Judäa bekommen, in denen etwas gegen dich vorgebracht wurde. Und keiner der Brüder, die von dort gekommen sind, hat über dich Nachteiliges berichtet oder gesagt. Aber wir wollen hören, was du glaubst.
Denn das Einzige, was wir über diese Christen wissen, ist, dass ihnen überall widersprochen wird. Sie vereinbarten also einen Termin. Und an diesem Tag kamen sehr viele Menschen zu Paulus' Haus. Er erzählte ihnen vom Königreich Gottes und lehrte sie anhand der biblischen Schriften, der fünf Bücher Moses und der prophetischen Bücher über Jesus. Am Morgen begann er mit seinen Darlegungen und setzte sie bis zum Abend fort. Einige glaubten, andere dagegen nicht. Doch nachdem sie untereinander hin und her diskutiert hatten, brachen sie auf, wobei Paulus ihnen noch dieses Wort mitgab. Der Heilige Geist hatte recht mit dem, was er zu unseren Vorfahren durch den Propheten Jesaja sagte. Geht und sagt zu meinem Volk, ihr werdet meine Worte hören, sie aber nicht verstehen. Ihr werdet sehen, was ich tue, dessen Bedeutung aber nicht erkennen. Denn die Herzen dieser Menschen sind verhärtet. Und ihre Ohren können nicht hören und ihre Augen haben sie verschlossen, damit ihre Augen nicht sehen, ihre Ohren nicht hören und ihre Herzen nicht erkennen können, damit sie sich nicht etwa zu mir bekehren und sich von mir heilen lassen können. So will ich euch noch wissen lassen, dass diese Erlösung durch Gott ebenfalls den Nichtjuden zur Verfügung steht. Und sie werden sie annehmen. In den folgenden zwei Jahren wohnte Paulus in seinem eigenen Mietshaus. Er hieß alle willkommen, die ihn besuchten. Er verkündigte das Königreich Gottes in aller Offenheit und lehrte über den Herrn Jesus Christus. Und niemand versuchte, ihn daran zu hindern.